Es ist Samstag und der XXL Ostfriese hält Hof. Hankenhof. Fragt sich nur wann. Viele Pferdebesitzer sind extra früh angereist, in der Hoffnung, der Knochenbrecher würde dem Druck der Menge nachgeben und vor 10 Uhr mit seiner Behandlung beginnen. Aber weit gefehlt. Dann schauen wir mal. Zu einem vollen Arbeitstag gehört ein üppiges Frühstück. Und zu einem üppigen Frühstück gehört den schönen eigenen Schinken. Genau. Das ist Delikatesse pur. Peter, jetzt kriegen wir aber ordentlich was vor der Futterluke. Aus heimischer Ferkelproduktion. Da weiß man, was man isst. Auf der Schneide legen die Messer. Das sind auch Bezirksvandalen. Bei den guten Stücken legt der XXL Ostfriese selbst Hand an. Und wenn wir jetzt Rühreier kriegen, dann kriegen wir da nicht irgendwie Öl drin. Dann kriegen wir da richtig eine Seite Speck drin, wo alle Leute Angst vor haben. Wir wollen zu fett. Wir wollen viel Fett haben. Viel Fett vom eigenen Schwein. Bloß mein Messer ist nicht so scharf, wie ich dachte. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Das Leben ist einfach hart. Auf die Schneide legen die Messer hin. Unverschämtheit. Als hätte man nicht schon genug Stress. Oh. Carmen, du kannst doch mal zu dem Messerschleifer hingehen. Die kriegst du ja gar nicht wieder scharf, diese Dinger. Also wirklich, Carmen. Wenn Tamme sich schon mal die Zeit nimmt, seinen Speck persönlich zu zerlegen, sollten doch wenigstens die Instrumente optimal vorbereitet sein. Wir wollen den Speck in die Rühre halten. Bis die Schwarte kracht. Die Schwarten, das ist wirklich so eine Schwarte. Artet ja eine richtige Arbeit aus. Und das am frühen Morgen. Die ganzen Eier, alles, was du gesammelt hast, was in den Eimern ist, alles da rein. Endlich hat sich Assistenz eingefunden. Das kommt alles in die Pfanne. Dann könnt ihr das gleich sehen, was da für ein Rührei rauskommt. Tja, es kann wohl noch einen Moment dauern. Rebecca. Ja? Selbstessen macht fett. Schwarzbrot. Sehr charmant, Tamme. Ist schon ganz gut, finde ich, für die kurze Zeit. Bürohilfe Tatjana übt sich unterdessen in der Rührei-Zubereitung. Mir war zwar kurz mulmig, aber du siehst, man kann alles lernen, wenn man es will, ne? Eierbraten ist eine Grundvoraussetzung für Hankenhof-Mitarbeiter. Du machst mal Tamme glücklich. Genau. Sehr gut, Tatjana. Lektion gelernt. Und was sagt der Chef? Schade, 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 dass das erst bei mir angekommen ist, weil ich habe die Hühner gekauft, ich kriege auch die Eier. War ja klar. Ich muss hier schön was rumpacken, dann nützt auch nichts, so ein bisschen Klöterei. So, komm. Sieht nach einem genüsslichen Start in den Tag aus. Dann kann's ja losgehen. Moin. Flottenschritt, einmal hoch und runter. Man hört es doch gleich an der Stimmlage. Der XXL Ostfriese ist bestens aufgelegt. Und sein Assistent Matthein will heute auch alles geben. Einmal rückwärts. Schätzelein, jetzt hast du nicht geguckt. Gut. Du reitest. Er soll ja eigentlich mein Springpferd werden, aber irgendwie wird's nicht. Ich hab ihn dann geschlagen lassen, weil er Beckenprobleme hatte. Ja. Die hat er, seitdem ich angefangen habe, wieder zu springen, wieder. Das sieht nämlich gar nicht beim Laufen so schlecht aus. Also er lief auch gut, bis ich halt angefangen habe mit Stangen und Cavaletti-Arbeit. Und dann hat er hinten wieder geknackt. Also es hört sich immer an, als wenn zwei Gelenke übereinander springen. Ey, das sind Sehnen. Ja. Ihr habt im Rechtsgalopp. Ihr geht ja noch. X-beinig, nicht? Der Schmied konnte nicht mehr viel machen, weil er war direkt ausgeschnitten. Dann machen wir eine Hilfe und mogeln. Was wir nicht wegschneiden können, bauen wir an der anderen Seite runter. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht aber mein Schmied. Ist ja nicht schlimm. Das ist nur hinten. Vorne ist super. Ich will nicht sagen, dass er ihn schlecht beschlagen hat, das ist alles gut. Bloß er hätte einfach an der Innenseite einen Keil drunter machen müssen. Ja, okay. Kennt ihr denn auch ein bisschen ins Wasser und so schon mal laufen? Hab ich mit ihm noch nicht gemacht. Ich hab ihn noch nicht lange.
Aquatrainer auf. Ja. Wir versenken ihn. Ja, wenn er sich versenken lässt. Hier rechts rein. Hier wollen wir jetzt. Ich nehme mal meinen Überredungsstock mit. Eine Trainingseinheit im Wasser soll das Pferd wieder in Schwung bringen. Wie schön, wie schön, wie schön. Das Laufband zwingt zu regelmäßigem Gehen. Das stärkt Muskulatur und Gelenke. Aber man muss erst mal den richtigen Rhythmus finden. Immer Kommando geben, hinten laut sprechen. Er ist ein bisschen wasserscheu. Komm mit Papa. Komm, so. Tür dicht. So, Schätzelein, jetzt gibt's Wasser unter die Füße. Und einen Gang schneller. Schreiten. Ganz schön anstrengend. Vor allem, weil das Wasser immer höher steigt. Da wird er sich dran gewöhnen. Wenn er das tut, dann machen wir ganz einfach den Whirlpool mal auf Stufe 2. Schätzelein. Einfach aussteigen läuft nicht. Und stehen bleiben geht auch nicht. Kann man nur hoffen, dass es was bringt. Was hast du hier denn, Schätzelein? Das ist für einen Einlauf. Ist das gut? Gute Tendenz? Bei mir ist immer gut. Weißt du doch. Aber kein Schinken, war bloß ein Braten. Da muss man sich vorstellen. Ja. Die Verdauung, du bist, was du isst. Ja. Sehr unglaublich, dass man denkt, wie findet die Kacke wieder den Weg nach draußen, nicht? Wenn ihr das nachguckt, nicht? Oder? Dieser Kandidat fragt sich wohl eher, wie seine Beine wieder den Weg nach draußen finden. Der hatte ja von heute auf morgen die Hinterfüße nicht mehr gegeben. Und dann haben wir schon gemerkt, auch beim Reiten, dass der ein bisschen schief hinten auch geht, also wirklich auch Probleme im Becken hat. Bei Pferden sagt man ja, die können sich verlegen in der Box oder beim Wälzen auf der Weide oder beim Spielen, Toben, keine Ahnung. Und ja, muss irgendwie so passiert sein. Ich habe ja selbst Angst davor, wenn ich da rangehe. Ich habe Angst, dass er mich haut und daher ist es dann schwierig für mich, da ranzugehen. Aber irgendwie, denke ich mal, werden wir das hinkriegen. Einmal rückwärts richten. Der nächste Patient ist offenbar ein schwieriger Fall. Und obendrein nicht besonders kooperativ. Hallo, Schätzelein. Wie richte ich mein Pferd zurück? Nicht so. Habe ich dir schon alles mal gezeigt. Kuppeln, rückwärts. So, gut festhalten. Hier scheinen größere Empfindlichkeiten vorzuliegen. So, lief Tor. Der Rücken geht ja noch, aber wenn er die Hinterbeine nicht gibt. So, einmal rumtau. Kurz anfassen. Hey. Erstmal Mateien vorschicken. So kann ich nicht. Dabei. Ich muss ihn einmal da zaun lassen. Steh. Einfach stehen bleiben, Schätzelein. Wie alt ist der? Vier. Hast du selber gezogen oder was? Wie kommt ihr zu den Jungs? Also das wird nicht einfach. Magst du sonst immer an der anderen Seite gehen, Schweif festhalten? Ungerne, wie es aussieht. Ola, nicht an der Schulter anfassen vorne. Die Kuh kann ja auch schon her. Will ist sie mit dem Kau? Ja. Bist du, ne? Ja. Die, komm hier mal mit her. Hey. Vielleicht schütte ich noch mal ein bisschen, dass sie mal einen Spritzer aufkriegen, Natur. Nächster Versuch. Hör auf. Du musst dein Pferd festhalten. Der ist ausgerutscht. Den tun die Kruppenpartie und alles, das tut weh. Du musst an meiner Seite stehen, vom Pferd. Genau. Von mir wegziehst, Sven. Fuß. Komm. Wenn Pferde ihren Huf nicht hergeben, haben sie meist Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. So, nochmal. Bremsen und immer mit reden. Komm, Fuß. Anziehen. Oh Mann. Komm. Wo gibt man her jetzt? Komm. Kopf nicht zu weit anlegen. Gerade lassen. Stur. Nichts zu machen. Oh.
Schätzelein. So ein Mist ist gar nicht zu bezahlen. Am Ende muss der Meister die Zügel mal wieder selbst in die Hand nehmen. Fuß. Oh. Gut mit Festhalten vorne. Nicht. Ja, das ist das Erinnerungsvermögen. Hallo, hör auf jetzt. Und siehe da. Hinsetzen. Geht doch. Wenn ihr das nicht einsieht, dann habt ihr nie ein Pferd, was die Beine immer hochgibt. Versauen geht immer bloß einmal. Wie wäre das, wenn du dein Pferd mal fühlen kannst und mal diese ollen Plüdel-Dieder durchziehe? Jetzt muss die Reiterin nur noch ihre eigene Angst überwinden. Oh, hey, musst du wieder ran? Hey, so ist doch fein. Klopf ihm vorne mal. Oh. So. Fuß. Komm, gib mir. Gar nicht so viel mehr. Fuß. Ja, du kannst jetzt nicht festhalten, weil du vorne mit Damen Handschuhe an hast, nicht? So, jetzt hoch. So ist es. So. Ja. Und wenn es auch ein bisschen ist, hinsetzen, nach vorne gehen, klopfen. Ganz prima. Guck dir das an. So einen Scheiß machen die, nicht? So, kann ins Bett. Ich hatte gehofft, wie man ja normalerweise hofft, dass der den einrenkt und dann ist gut. Aber war ja leider nicht ganz so. Aber Tamme sagte ja, der hat ja auch noch Schmerzen im Becken. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich weg. Und ja, das muss man jetzt einfach üben, dass der das wieder macht. Und noch ein Sonderfall. Du siehst ja die Dorne mit Tau tritt. Hand. Wo holst du die Hand hin? Nee, nur eine Seite. Dahin halten. Und laufen. Langsam. Und? Klack. Nochmal. Die arme Kuh scheint schlimme Schmerzen zu haben. In Bewegung fühlt der Knochenbrecher, wo es knackt. Ein Grenzbereich. Das heißt? Klaue, Knie nachgucken und dann einmal gut halten. Der hat die. Das ist nicht ganz Voss, aber den Becken anknackt. Der ist bestreben. Ja. Der hat Druck im Becken kriegen. Und hier. Ein angebrochenes Becken kann auch der Knochenbrecher nicht reparieren. Das heilt nur die Zeit. Da oder Taurim? Ja, ich muss da erstmal hinkommen. Ich freue mich schon, haben wir gleich einen schönen hellen Pudel oder sowas noch, dass ich die Hände wieder sauber kriege. Aber das ausgekugelte Knie kann man wieder einrenken. Tau im Unter Klauenland. Ja, Moment. Und dann bloß die Knie rein da. Nicht. So. Ganz locker. Oh, Klammer habe ich. So, ist kaut. Habe ich. So, und ganz und das Liefen, bitte. Nicht davor. Alles mit Verstand. So. Und nur achten, Ruth. Nicht wie. Gut. Ist wohl drin. Klaue nachgucken. Ja, habe ich schon gehabt. Geschafft. Zwar ist das Becken noch angeschlagen, aber wenigstens tut ihr das Bein nicht mehr weh. Wenn ihr Pien hat, dann hier die Lärm noch ein Tour. Die kann auch zwei Mount Takte und reingehen und so ein. Weil der ist ja nun, der hat ja ein paar Laktationen achte Sück. Ja. Und dann haben die natürlich Heilungmüll, war den Knorken hört weg. Das ist nicht das mit Mensch Osteoporose, so muss ich das feststellen. Und dann heult er doch sehr an. Was du machen kannst, ist ein bisschen mehr Calcium geben. Ja. Dann wird für den Knochen kriegt, dann verheilt das Fälle. Ruduten, Hus, Boden, Hersen oder woher Hersen? Ja, das ist das Beste. Mhm. Knederut und Becken anknackt. Und die Becken, da brucht bis so ein Kau so mit 8 Wegen. Ich weiß nicht, wenn er die da kriegen. Ja, das sind Fälle da 3 Wegen wohl her, ne? Ja. Da kann man nur abwarten, bis der Bruch ausgeheilt ist. Mit oben hängen im Helm. Ich nehme die Tau mit. Wo ist eine Möglichkeit rechts um? Immer rechts umdrehen, da ich nicht so viel Druck auf das Becken kriege. Mach hier ein bisschen Platz, dass er wieder auf den Hänger kann. Also das holt eine Tour an.
Kannst klar auch hier nochmal nachkicken, ob du da unter Druck drin hast oder was. Oder meistens lopen sie sogar über Kürt oder lang. Ich hab ihn also bis jetzt habe ich nichts gefunden, da irgendwie. Das war's, ne? Ja. Aber ich denke, dass hier muss ich für ihn kriegen. Aber das halten Tour an bis zum Kau. Neben fremden Tieren hat der XXL Ostfriese auch jede Menge eigene Vierbeiner, um die man sich kümmern muss. Jüngster Familienzuwachs? Das Lämmchen von Hermann und Marlene. Die Mutter hat es nicht angenommen, also hat Tatjana sich als Leihmutter erbarmt. Unter der Anleitung vom Chef, versteht sich. So. Wieso ist er jetzt so müde? Ist der blöd? Der hat heute Nacht getobt, der hat uns auf Trab gehalten. Nein! Oh, nicht zu weit ins Maul. Die haben ganz kleine Stiche. So, musst du ruhig hinsetzen lassen. Tati, sonst, wenn er hier hinten hoch ist, pass mal. Du musst, so geht's. Du musst den Bock immer so haben, dass der vorne hoch genug liegt, dass das in die Speiseröhre runtergeht. Der soll hier im Stehen saufen. Aber das Auge ist noch ein bisschen milchig. Müssen wir gleich noch ihm was dran tun. Aber es wird dunkel. Das Dunkel kommt runter. Ich habe die Hoffnung, dass das Auge. Ja, das retten wir, das Auge. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Hallo. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, dreh scharf, ist das schon runter. Ist schon runter gefallen. Das ist schön. Da kannst du kacken, ne, Chefi? Klein Wilhelm. Und er wollte sterben. Und die ist so schwer geboren. Dann haben wir das rausgezogen, das kleine Lamm. Dann habe ich es wirklich zur Seite gelegt und habe gedacht, jetzt ist er tot. Jetzt ist mal die Zippe nachgucken, die Aue. Und auf einmal macht er, bah! Ich denke, hallo, schlapp wie ein Handtuch. Und guck ihm, was da jetzt raus geworden ist, dieser kleine Stock. Pieseln kann er wie ein großer. Ja. Und kacken kannst du auch, ne? Ja, seit gestern endlich. Wahrscheinlich hatte Mama Marlene auch gedacht, das Lämmchen sei tot. Gibt's ihn von der Trockenmilch, da hole ich dir noch mal was nach. Ja, Trockenmilch und Traubenzucker. Sehr gesund. Nicht so weit in Schnulli rein. Immer so an der Spitze. Sonst ist es, als wenn ich dir ein Hühnerbein ins Maul schiebe und komm damit ein Zäpfchen. Und wer will das schon? Oh, du letzte Schnucki, ne? Guck mal, da siehst du schon richtig, wo die Hörner nachher kommen, ja. Siehst du das? Ja. Das ist ein kleiner Wilhelm, ne? Wilhelm, ein würdiger Name. Jetzt ist er satt. Hat er ordentlich gesoffen. Ja. Oh, F. Lötchen, ne? Ja, komm's Maul abfischen. So, und jetzt, wo ist die Augencreme? Die müsste. Hier. Ja, müsste. So. Ja, aber jetzt mal dem gucken. Wilhelm soll ja irgendwann auch die Welt entdecken. Oh, mein kleines Schäfchen, so. Kösel hier halten. Augen runter. Hey. Der niest immer nach dem Trinken. Mach nix. Das ist normal? Ja, wir machen. Das kommt, wenn du den zu tief hast. Den kriegt er immer ein bisschen ins verkehrte Loch. Das musst du vermeiden. Okay. Wenn es geht, musst du jetzt ihn angewöhnen, dass er steht beim Saufen. Ja. Aber ein paar Tage darf er sich noch erholen. So, Auge dicht, Schnucki. Das ist immer schön. Für so ein Lämmchen, was meinst du? Wenn dieses Lamm eine Woche alt ist, dann gibt er Gas. Dann kannst du dir mal so einen Handsauger nehmen. Ich glaube, ich habe nur einen für ein Auto. Und dann kannst du Rosinen saugen, den ganzen lieben Tag. Weil kleine Schafe immer laufen, kacken, ne? André, ich gehe mit dem Hund spazieren, ich gehe mit dem Schaf spazieren. Genau, wenn Carmen dann mit der Sau losläuft. Ihr habt ja mittlerweile alle verrückte Viecher hier, ihr faulen Weibersleute hier. Ja, auf dem Hankenhof findet jeder Topf seinen Deckel. Ja, Schnitzel. Schnitzel, lecker. Schnitzel. Schnitzel, lecker. So. Fehlt eigentlich nur noch ein verrückter Kandidat. Etwas zum Spazierengehen für den XXL-Ostfriesen. Und er hat da auch schon was im Auge. Wobei, einen echten Wolf will sich der Knochenbrecher natürlich nicht zulegen, aber ein Wolfshund könnte den Anspruch auf einen ausgefallenen Gefährten durchaus erfüllen.
Um sich genauer zu informieren, besucht er Frank Fass vom Wolf Center Dörferden. Wie viele Hektar habt ihr hier jetzt? Wir sind jetzt noch auf 5 Hektar, wollen aber gerne in der Fläche wachsen, weil wir gerne mehrere verschiedene Wolfsunterarten zeigen wollen. Rechts ist Oblomov. Was meinst du, wie alt ist der? Ja, der sieht schon ein bisschen älter aus. Ja, genau, der ist 11 Jahre alt. Und links davon steht Mitja. Mitja ist der neugierigste von den Vieren, die in diesem Gehege leben. Wie alt schätzt den? Kannst du ihn sehen? Ja, kann man sein. 4. 1 Jahr. 1 Jahr ist er. Wölfe wachsen unheimlich schnell. Die sind in ihrem ersten Winter, dann sind die gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt, sind die vom Skelettwachstum fast ausgewachsen. Das sind zwar noch junge Bengels, die hormonell noch lange nichts zu melden haben, aber das sieht man denen kaum noch an. Oder eben auch, wenn Paarungszeit ist, das ist ja bei Wölfen nur einmal im Jahr der Fall, dann muss man auch vorsichtig sein, dass zum Beispiel ich als Mann die Rüden im Auge behalte oder meine Kollegin die einzige Fee, die hier drin ist. Wölfe wollen sich zwar nicht mit Menschen verpaaren, aber die wissen ganz genau, ist man Männlein, Weiblein, ist man schon erwachsen, also geschlechtsreif oder nicht, wie Hunde das ja auch wissen. Und da muss man auch wach drüber sein. Ne? Das muss nicht so kommen, aber das sollte man immer im Hinterkopf haben, dass das so kommen kann. Ist so, ist Natur. Ja, so ist das. Und es sind Wildtiere, keine Haustiere. Ne? Und deshalb werden sie auch artgerecht gefüttert. Frank Fass hat da schon etwas vorbereitet, in der Hoffnung, die scheuen Tiere näher anzulocken. Guck, wie die sich bewegen, wie die sich bewegen. Da kannst du wirklich nicht für abhauen, für so einen. So, willst du durchschieben? Ja, klar. Oder so packen, je nachdem. Das ist mir alles egal, völlig wie wild. Im Zweifel haben die Wölfe mehr Angst vor dem XXL-Ostfriesen als umgekehrt. Was ist denn lieber, packen? Können wir auch, ist egal. Die Wölfe sind zwar interessiert, aber so richtig trauen sie dem Braten nicht. Auch wenn er schon verdammt lecker riecht. Genau. So. Im Auto? Ja, wa? Ja, das sind Verkehrsunfälle. Ja. Man darf ja per Tierschutzgesetz keine lebenden Tiere verfüttern, was auch richtig so ist, dass das verboten ist. Das wäre natürlich, das Reh hätte keine Chance, hier zu entkommen. Ne? Und? Kommt einer? Also ich glaube, die kommen, wenn dann nur ran, wenn wir gleich wieder draußen sind. Zu scheu. Also erstmal rüber zu den eigentlichen Objekten der Begierde, den Wolfshunden. Die beiden Grauen, das ist ein Rüde hier. Er heißt, wie er aussieht, Grauer, dahinter Ayuna, die Hündin. Die sind beide reinrassig. Die Braune ist ein Mischling. Da waren die Eltern, also der eine Elternteil, auch tschechoslowakischer Wolfshund. Der andere Elternteil war Schäferhund. Und ich finde, sie wirkt deutlich mehr nach Schäferhund als eben nach diesen Tschechen. Und die sind sehr besitzerbezogen. Wenn die an der Leine sind draußen, der Rest der Welt interessiert sie nicht sonderlich. Die gucken immer, wo ist mein Besitzer. Also genau richtig. Man sollte sich überlegen, ob das Leben, was man führt, geeignet ist für den Hund. Denn die können das nicht gut ab, auf die Dauer alleine zu sein. Bei uns ist das so, die haben sich zu dritt. Die haben also sehr viele Möglichkeiten, auf der sozialen Ebene sich auszutauschen, auszuleben. Wenn man so einen klassischen Bürotag hat von 8 Uhr, ist man weg auf der Arbeit und man kommt abends um 5, 6, 7 Uhr erst wieder, dann würde ich sagen, hol dir so einen Hund nicht. Wenn sie alleine sind, das können die besten Ausbruchsexperten werden. Türen aufmachen, Kofferraumdecke. Dann sollen sie doch. Bei uns sind ja immer Leute am Haus, nicht? Und das ist einfach das Schöne, weißt du, da läuft ein Hund achter ran. Ja. Wo der Jack Russell hingeht, der Kleine, da läuft so ein Hund dann mit. Ihr macht keinen Hund ins Spielen. Oder an der Leine nehmen. Die müssen Freiheit haben. Ja. Und die haben sie auf dem Hankenhof auf jeden Fall. Hallo Schätzelein, wer bist du denn? Na, komm mal mit. Ein bisschen riechen lassen, das ist ja alles spannend. Eben alles riechen lassen. Seid ihr da? Seid ihr da? So feine Hunde. Ja, toll. Also Schmusehunde sind das nicht. Wollt ihr ihm schnuffeln? Oh, die ist ganz schön groß, den Burschen. Aber stolz und selbstbewusst. So, guck, meins. Und zum Kuscheln ist ja noch Jumper da. Toll, feine Hund. Und diese, was sagt man, wie viel Prozent, also genetisch gesehen, wie viel Prozent Wolf ist drin? 30, 40? Deutlich weniger, weil als man 1982 gesagt hat, okay, Privatleute dürfen weiterzüchten, da hieß es darf nie wieder ein Wolf eingekreuzt werden. So, und alles, was danach folgte, ist ja prozentual bezüglich Wolf immer weniger geworden. Auch in Deutschland
Wölfe einzukreuzen oder auch im Ausland oder aus dem Ausland solche Hybriden haben hier wieder reinzuholen. Die haben wieder Hybriden gemacht. Und das ist verboten. Und das finde ich auch ehrlich gesagt richtig, dass das hier nicht gestattet wird. Also höchstens ein Fünftel Wolf-Tamme. Ja, es sind faszinierende Hunde. Doch, man kann es sich vorstellen. Ein Wolfshund auf dem Hankenhof? Sehr imposant. Na? So, wie ist die Entscheidung? Gibt es jetzt einen? Ich will so einen Tink haben. Okay. Ja. Das Wichtigste ist doch an so einem Hund, dass er so ein bisschen Respekt einflößt. Und das tun diese, oder? Das tun sie, ganz ohne Zweifel. Wobei ein echter Wolf natürlich noch prächtiger wirkt. Aber dann würde die bunte Tierschar auf dem Hankenhof nichts zu lachen haben. Der Sommer kam in diesem Jahr zu spät. Der Winter kommt zu früh. Hört sich zwar irgendwie gerecht an, ist es aber nicht. Denn kaum hat man sein Sommergefieder ausgepackt, muss man es schon wieder einmotten. Ja, du bist auch nicht. Du musst auch gucken. Komm mal. So geht's. Und in diesem Winter wird sich auch Lilly eine neue Spielkameradin suchen müssen. Denn es dauert nicht mehr lange und das kleine Ferkel ist den Kinderschuhen entwachsen. Auf Wilhelm kann sie auch nicht zählen. Der muss überhaupt erst mal auf die Beine kommen. Und die Hühner haben auch keine Lust auf das ewige Fang mich doch. Das kann ja ein langweiliger Winter für Lilly werden. Auch Jumper will nur in Ruhe vor sich hin futtern. Und Becky hat auch nicht den ganzen Tag Zeit zum Toben. Bleibt die Hoffnung, dass der Knochenbrecher für Abwechslung sorgt. Immerhin hatte er mit Carmen den Hof heute schon sehr früh verlassen. Der Grund? Da ist er. Also wirklich, der XXL-Ostfriese ist ein Mann der spontanen Entscheidung und der schnellen Tat. So, ihr Experten. Wir sind wieder da. Carmen versucht gerade, den Hund zu bändigen. Um diesen kleinen Welpen mit Carmen abzuholen, ist er heute sogar ohne Frühstück aus dem Haus gegangen. Kleiner Hund, ne? Das passiert nur ganz selten. Oh, hallo, guck mal, wer hier ist. Oh nee, die ist ja knuffig. Die kleine Maus. Das ist Uruk, aber jetzt Spitzname Socke hat Tamme die getauft. Oh, wie aus dem Film, der mit dem Wolf tanzt. Das passt, finde ich, hundertprozentig. Willkommen im Flachland, du. Ja, genau. Oh, du bist ja knuffig. Ist der geil oder ist der geil? Ja, die ist schön, ne? So, Jumpy, aber... Halt! Nee, nicht in den Versteck. Noch ist Socke ein bisschen schüchtern. Komm mal her. Alles gut. Aber das wird sich bald ändern. Und wieder ein Tier mehr auf dem Hand. Hat sich wehgetan, aber... Wieso lärmt er denn? Weiß ich nicht. Na, Tamme, das ist doch dein Beritt. Ist sie vorhin irgendwo gesprungen? Ja. Geh mal hier, auf dem Arm rauf. Siehst du, Socke? Gleich im richtigen Film gelandet. Oh nein, du Baby. Deine großen Füße. Knack. Ist die schon verdreht? Oh, war ja. Ah, jetzt war die ein bisschen Schiss hat noch, ne? So, Franzi. Oh nein, du! Alles wieder gut. Du bist aber gelenkig, du. Jumper, guck mal hier, ein Baby. Oh ja, ein Baby. Guck mal. Oh. Was ist das denn? Was interessiert ein Welpe, wenn nebenan das Brötchen lockt? Hm? Mein Baby. Komisch, von euch will er nichts essen. Dann kick ihm, wenn Papa kommt. Dann schmeckt's wieder. Gib mir den letzten Mal leer. So, pass auf. Toll. So, wir wollen ein bisschen Kühe gucken. Komm her, du kleiner Wolf. Arme Socke. So viele große Tiere und dazu diese Geräusche. Alles ganz schön unheimlich. Die sehen aber toll aus, ne? Du? Du bist ein richtigen Wolf, nicht? Oh nein, oh nein, oh nein. Hörst du mal, du Lütze, Bursche?
So, nimm du den Mann. Ich glaube, der muss kacken. Ja, toll. Schönen Dank. Komm her. Lieber andersrum. Papa ist nur fürs Schöne zuständig. Was jetzt für ein Schwein noch gucken? Jetzt wollen wir ihr Schweine zeigen und dann hat sie erstmal Betriebsbesichtigung gemacht. Dann musst du 100 zufrieden nehmen. Tja, Kleine, wenn jedes Tier einzeln begrüßt werden soll, kann das mit dem Fressen noch Stunden dauern. Das hier ist Bett. Das ist eine wunderbare Zuchtsache. Vielleicht lassen wir sie weg. Dann kündige ich. Wenn du die Schweine mitnimmst? Nee, den das Drama mache ich wieder mit. Hallo Betty. Hallo Betty. Ob so ein kleiner Wolfshund ein so großes Schwein optisch überhaupt ganz erfassen kann. Hallo, hallo Betty. Weiter geht's mit den Hühnern. Die sind wenigstens auf Augenhöhe, aber dafür in der Gruppe und laut obendrein. Na, Socke? Das interessiert die gar nicht. Alles, was Tiergeräusche sind, hat sie keinen Schiss. Das wäre ja auch noch schöner. Schiss vor so ein paar gackernden Federbündeln. Oh, oh, oh. Da muss aber mal einiges klargestellt werden. Das musst du auch noch gerade tun an der Futterstelle. So ein Irrsinn. Ich hab gar nichts gemacht. Kaum ist 2 Minuten weg, spielen die Leute hier wieder verrückt. Oh Gott, da kommt der Stinker. Wer ist der Stinker? Jetzt bin ich aber gespannt. Schön. Vorne am Gras machen? Oder wo? Aufmachen? Ja, gehen wir auch mit auf dem Gras. Und dann. Oh Gott, das. Blättermagen. Er hat doch kein Blättermagen mitgegeben, er hat Pansen mitgegeben. Dies ist natürlich für den Hund extrem köstlich. Und laut Tammel ja irre gesund. Oh, stell dich doch nicht so an. Ziegen, Kammel, Züg. Die Schüssel brauchst du nicht? Ja klar, muss ich Schüssel haben. Das ist eindeutig ein Pansen. Das ist jetzt aus dem Kuhmagen? Ja, der riecht sehr schön, das ist noch frischer. Das ist von gestern. Gestern geschlachtet. Als ich geholt habe, da war er noch warm. So soll es sein. So, diese kleinen Lamellen und so, mit der ganzen Kacke drin. Das ist deine Aufgabe jetzt. Wenn er erstmal sich verflüssigt, lässt er sich auch besser schneiden. Da gehe ich nicht bei. Du fütterst die Tiere und fertig. Und kannst doch wohl den Hund mal ordentlich fressen geben. Gleich was sehen. Hier. Na, Lilly, lecker? Nicht, dass Lilly reingeht. Nein. Dass sie das im Büro haben, das holen die nicht wieder vor. Blättermagen ist eigentlich nur eine. Ach, das ist noch ein kleiner. Das ist so richtig schön. Ist das jetzt aus dem 7. Magen oder was? Ach, auch mit den Nummern zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wo die Mägen sind. Es ist der Pansen. Du nimmst ihn nach dem Computer und dann lernt ihr das mal. Ich habe das 1000 Mal erzählt und keiner will das von mir behalten. So wird ein Hund lecker gefüttert. Und auch so in Stücken, dass du so ein bisschen. Ist alles gut. Wenn ihr dazwischen quatscht, brauche ich euch ja nichts erzählen. Sei nur so zickig. Sieh es ein, Tammel. Die Mädels teilen deine Begeisterung für Pansen nicht. Der Kuhscheiße, das ist Lab. Unverdautes. Was ein Hund braucht, sind Aaltypen, Sigi. So, und hier kommt erstmal so ein bisschen Fleischiges raus. Das ist ja was sehr Schönes hier. Sehr appetitlich. So, mein kleiner Wolf. Mal sehen, was Socke meint. Das kannst du schauen. Gib her. Scheint gut anzukommen. Und sorgt ja angeblich für eine gesunde Magen- und Darmflora. Und Fredi? Nichts für den Grill, oder? So. Da geht ja nicht mal durch. Lecker? Lecker? Ne? Ja, Hund müsste man sagen. Hund müsste man. Weiter im Projekt Socke. Guck, da gibt es auch so Art Höhlen, aber das sind alles für so kleine Kutscheschlecke zu bauen. Ja, da passt ja nicht lange rein. Ein Nest soll her. Irgendwas finden wir. Erst mal orientieren. Betten und Kissen. Du
Manches geht ja aber nicht so, weil da wird der Hund spul. Geht ja gar nicht. Nicht im Katzentoiletten. Wird das Gift für den. Das ist ja Wahnsinn. Das ist für die Katze. Nagerkäfig, bist du verrückt, du. Wohl länger nicht im Tierladen gewesen, was, Tamme? Irgendwie ein Loch, wo er rein kann. Wow, Gift. Eine Beratung wäre jetzt wohl ganz sinnvoll. Ich habe so einen kleinen Wolfswelpen geholt. Der braucht irgendwie sowas, was eine Art Höhle, wie eine Höhle ist. Sie wollen irgendwo runterkriechen, die Dinger. Bloß was blieb groß genug? Der wird wie ein Die wird so groß wie ein Schäferhund. Also was zum Reinwachsen. So ist ja nicht so schlecht, ne? Ja, die gibt es auch noch größer, hier, guck. Größenmäßig schon das Richtige, aber der Knochenbrecher ist noch nicht überzeugt. Weißt du, was das ist? Hm? Der ist jung, den frisst er uns auf. Meinst du das? Ja. Wir müssen was Reelles haben. Gleich sowas, sowas Festes, sowas, der ist groß genug, da passt er immer rein. Kannst du Decke rüberhängen und dann hat er ein vernünftiges Nest und kannst auch immer gut ran zum Sauber machen. Du brauchst ja nichts mehr drüberhängen, ist ja zu. Ist er zu? Ja, er will das ja immer ganz gerne ganz dunkel haben, der kleine Sack. Aber wo willst du den denn hinstellen? Nicht fragen, Carmen. Bringt doch eh nix. Oh, ich geh gleich selber rein. Ich wollte gerade sagen, wollen wir mal Probe liegen? Guck, das ist doch, das ist so ein reeller Kram. Wenn es geht, nehmen wir davon zwei mit. Dann können wir mal eine waschen, wenn man ist. Ich würde beides doppelt nehmen. Beides doppelt nehmen. Dann habt ihr was zum Saubermachen. Lieb von dir, Tamme, dass du auch immer an die anderen denkst. Damit sie auch immer schön beschäftigt sind. So einen haben wir doch zu Hause. Du brauchst ihn nicht bei mir festkrallen. Guck mal, da Schnitzel. Für Socke geht die Erkundungstour weiter. Und der größte Schock wartet noch. Oh nein. Oh, die tut dir nicht mit. Ich hab dich doch. Wahrscheinlich sieht der Welpe auch hier vor lauter Schwein die Sau gar nicht. So, nee, da lang. Da lang. Lilly, geh mal vor. Lilly, geh mal hin. Socke. Socke, komm mal her. Lieb sein, Paris. Auch wenn Socke noch ein wenig zurückhaltend ist, bestimmt hat sie in Lilly eine Freundin fürs Leben gefunden. Die beiden werden noch viel Spaß zusammen haben. Socke. Ja, super. Und was wurde aus dem Hüttenkauf? Jetzt müssen wir erstmal das Ding um den Bauch und dann die Räder runterstecken. Oh Gott, technische Komplikationen. Na, alles raus. Sind da auch welche bei, die sich drehen? Na, Friedi? Was denn? Ja, die drehen sich doch alle. Welche dreht sich alle? Die rollen. Die rollen, hallo, die Räder drehen sich. Die rollen. Geh mal her. Ob sich so eine Scheibe drauf befindet. So, die gehören nach vorne. Ne, die gehören nach hinten. Ne, diese Steine gehören nach vorne. Oder, ne, die müssen nach vorne bewegliche Achse haben, nicht? Ah, wie ich das hasse. Die Anleitung könnte weiterhelfen. Also, die werden von innen durchgesteckt. Wir müssen jetzt bloß sehen, dass wir dieses Mal alles hier drauf tun. Mal gucken, ob man den einfach da durchdrücken kann. Dann wird er ja erstmal verschwunden. Schrauben so klein, Hände so groß. Du suchst erstmal zu, dass du eine Mutter kriegst und holst da passendes Material zu. Ein Kreuzschraubenzieher. Und für dieses kleine, zarte Ding holst du. Aber nicht verlieren, dann werde ich verrückt. Das darf nicht passieren. Möchtest du das nicht? Was haben wir denn hier? Wo finde ich denn hier was? In der Werkstatt, Schatz. Ja. Du? Meine Räuberin? Meinst du, wird das heute nochmal wieder was mit dir hier? Bis zum Einzug ins eigene Heim zieht Socke es vor, auf Beckys Arm zu wohnen. Guck mal, das ist doch deine Freundin hier, die Paris. Oder? Wobei so ein kleines Nest aus Heu auch ganz gemütlich ist. Ihr müsst sie schön in Ruhe lassen. Wenn bloß diese riesigen Köpfe nicht wären. Lieb sein, Lilly. Unheimlich. Und geht's mit der Hütte voran? Der kommt da dann runter. Oder doch nicht. Lieber noch mal nachgucken. Nicht, dass die Räder am Ende quer stehen. Tja, Anleitungen lesen ist eine Wissenschaft für sich. Tatjana probiert's lieber auf eigene Faust. Und am Ende regiert wieder das Motto, was nicht passt, wird passend gemacht.
Zur Not mit Unterstützung aus der Steckdose. Tatjana, so einführen. Siehst du, dass ich das mache? Seht ihr das? Mutter. Ja, dann musst du das sagen. Freddy. Bohren. Halt mal ein bisschen gegen, Tatjana. Die Rollen, die sich drehen, nicht nach hinten müssen. Hier vorne siehst du doch. Ich finde, die beweglichen müssen nach vorne. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht? Wenn die nicht reingehen, hast du wohl den Fehler gemacht, du Tor. Mach das schön fertig für den kleinen Hund, ne? Wenn ich nachher wiederkomme, ich brauche nicht so lange. Ach komm, dann hör auf zu tüdeln jetzt. Dieses Gesülz geht mir auf den Storch. Schraube! Gleich wiederkommt vom Kacken, dann hast du ein neues Heim. Aber so ein Heim wie kein Wolf hat, du. Eins auf Rädern. Löcher sind alle so klein, ne? So, jetzt kann gleich das Kissen rein. Bisschen gegenhalten noch. Ja. Unten rechts ist nicht angedreht. Da bin ich mit aufgehört. Man muss ja nicht alles allein machen. Rechts. Das ist rechts. So, siehst du? Wozu hat man Personal? Du machst mich ganz nervös. Oh. Das dauert. So, dickes Kissen rein, Tatjana. Wenn Carmen Fahrrad fahren will, kann sie nachher mit den Rädern ja auch das Ding hinterhängen. Super Idee. Und die Sau läuft nebenher. So, Pissmatte drauf. Das ist die. Die kommt. Oben drauf, Schatz. Nee, andersrum. Oh, Manno. Dass du dich alleine schon anziehen kannst. So, jetzt holen wir die Haube da drauf. Ja, komm hier mal her. Das Sahnehäubchen bleibt natürlich für den Chef. So, anfassen hin. Der Hund soll schließlich wissen, wem er für dieses Jahrhundertwerk zu danken hat. Ich hab gedacht, den kann man wohl so unterm Tisch tun. Was ist das denn, eine Fotoluke? So, jetzt müssen wir ihm überlegen. Der Wölfi kann da schön drin liegen, aber... Hund her. Mal sehen, ob Lassie sich... Und ein Schweineohr. So, und sein kleinen Hirsch zieht mit ein. Dann hat er besonders nachher lieb. Hoffentlich versieht Carmen sich nicht und füttert nachher den Hirsch. Sehr witzig, Tamme. Pass auf, dass sie dich nicht mit Schnitzel verwechselt. Er holt sich erstmal das Schweineohr. Das ist auch gut. Na, Socke, endlich im Eigenheim. Du hast es aber auch gut, ne? Glücklicher Hund, stolzer Papa. Gott, ist das Kind süß, ne? Du bist ja so ein feinlitschen Wölfchen, ne? Wa? Socke? Feine, was ist das für eine Lassie? Darf ich auch mal mit dir Gassi gehen? Ja. Lockt. Mein Baby. Komisch, von euch will er nichts essen. Dann kick ihm, wenn Papa kommt. Dann schmeckt's wieder. Gib mir die letzte mal leer. So, pass auf. So, wir wollen ein bisschen Kühe gucken. Komm her, du kleiner Wolf. Arme Socke. So viele große Tiere und dazu diese Geräusche. Alles ganz schön unheimlich. Die sehen aber toll aus, ne? Du? Du bist ein richtigen Wolf, ne? Oh nein. Ey. Hörst du mal, du Lütze, Bursche? Hm? So, nimm du den Mann. Ich glaube, der muss kacken. Ja, toll. Schönen Dank. Komm her. Lieber andersrum. Papa ist nur fürs Schöne zuständig. Was jetzt für ein Schwein noch gucken? Jetzt wollen wir ihr Schweine zeigen. Und dann hat sie erstmal Betriebsbesichtigung gemacht. Dann musst du Hund was zufrieden nehmen. Tja, Kleine. Wenn jedes Tier einzeln begrüßt werden soll, kann das mit dem Fressen noch Stunden dauern. Das hier ist Betty. Das ist eine wunderbare Zuchtsau. Vielleicht lassen wir sie weg. Dann kündige ich. Wenn du die Schweine mitnimmst? Nee, den das Drama mache ich nie wieder mit. Hallo Betty? Ja. Was ist das denn? Ob so ein kleiner Wolfshund ein so großes Schwein optisch überhaupt ganz erfassen kann? Hallo Betty. Weiter geht's mit den Hühnern.
Die sind wenigstens auf Augenhöhe, aber dafür in der Gruppe und laut obendrein. Na, Socke? Das interessiert die gar nicht. Alles, was Tiergeräusche sind, hat sie keinen Schiss. Das wäre ja auch noch schöner. Schiss vor so ein paar gackernden Federbündeln. Oh, oh, oh. Da muss aber mal einiges klargestellt werden. Das musst du auch noch gerade tun an der Futterstelle. So ein Irrsinn. Ich hab gar nichts gemacht. Kaum bis zwei Minuten weg, spielen die Leute hier wieder verrückt. Oh Gott, da kommt der Stinker. Wer ist der Stinker? Jetzt bin ich aber gespannt. Schön. Wollen wir vorne noch ein Gras machen? Oder wo? Aufmachen? Ja, gehen wir auch mit auf dem Gras. Und dann. Oh Gott, das. Blättermagen. Er hat doch kein Blättermagen mitgegeben, er hat Pansen mitgegeben. Dies ist natürlich für den Hund extrem köstlich. Und laut Tammel ja irre gesund. Oh, stell dich doch nicht so an. Ziegen, Gammel, Züg. Schüssel brauchst du nicht? Ja klar, muss ich Schüssel haben. Das ist eindeutig ein Pansen. Das ist jetzt aus dem Kuhmagen? Ja, der riecht sehr schön, das ist noch frischer. Das ist von gestern. Gestern geschlachtet. Als ich ihn geholt habe, da war er noch warm. So soll es sein. So, diese kleinen Lamellen und so, mit der ganzen Kacke drin. Das ist deine Aufgabe jetzt. Wenn er erstmal sich verflüssigt, lässt er sich auch besser schneiden. Da gehe ich nicht bei. Du fütterst die Tiere und fertig. Du kannst doch wohl den Hund mal ordentlich fressen geben. Gleich was sehen. Hier. Na, Lilly, lecker? Nicht, dass Lilly reingeht. Dass sie das im Büro haben, das holen die nicht wieder vor. Blättermagen ist eigentlich nur eine. Ach, das ist noch ein kleiner. Das ist so richtig schön. Ist das jetzt aus dem siebten Magen oder was? Ach, auch mit den Nummern zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wo die Mägen sind. Es ist der Pansen. Du nimmst ihn nach einem Computer und dann lernt ihr das mal. Ich habe das tausendmal erzählt und keiner will das von mir behalten. So wird ein Hund lecker gefüttert. Und auch so in Stücken, dass du so ein bisschen. Ist alles gut. Wenn ihr dazwischen quatscht, brauche ich euch ja nichts erzählen. Sei nicht so zickig. Sieh es ein, Tammel. Die Mädels teilen deine Begeisterung für Pansen nicht. Der Kuhscheiße, das ist Lab. Unverdautes. Was ein Hund braucht, sind Aaltypen, Sugi. So, und hier kommt erstmal so ein bisschen Fleischiges raus. Das ist ja was sehr Schönes hier. Sehr appetitlich. So, mein kleiner Wolf. Mal sehen, was Socke meint. Das kannst du schauen. Gib her. Scheint gut anzukommen. Und sorgt ja angeblich für eine gesunde Magen- und Darmflora. Und Fredi? Nichts für den Grill, oder? So. Da geht ja mich mal durch. Lecker? Lecker? Ne? Hund, müsste man sagen. Weiter im Projekt Socke. Guck, da gibt es auch so Art Höhlen, aber das sind alles für so kleine Kutscheschlecke zu bauen. Ja, da passt ja nicht lange rein. Ein Nest soll her. Irgendwas finden wir. Erstmal orientieren. Betten und Kissen. Manches geht ja aber nicht so, weil dann wird der Hund spul. Geht ja gar nicht. Wie im Katzentoiletten. Bei das Gift, wenn wir den. Wahnsinn. Dies ist für die Katze. Nagerkäfig, bist du verrückt, du. Wohl länger nicht im Tierladen gewesen, was, Tamme? Irgendwie ein Loch, wo er rein kann. Oh, Gift. Eine Beratung wäre jetzt wohl ganz sinnvoll. Ich habe so einen kleinen Wolfswelpen geholt. Der braucht irgendwie sowas, was eine Art Höhle, wie eine Höhle ist. Sie wollen irgendwo runterkriechen, die Dinger. Bloß, was blieb groß genug? Der wird wie ein Die wird so groß wie ein Schäferhund. Also was zum Reinwachsen. So ist ja nicht so schlecht, ne? Oh, die gibt es auch noch größer. Hier, guck. Größenmäßig schon das Richtige, aber der Knochenbrecher ist noch nicht überzeugt. Ja, weißt du, was das ist? Der ist jung, den frisst er uns auf. Meinst du das? Ja.
Da müssen wir Reelles haben. Gleich sowas, sowas Festes, sowas. Der ist groß genug, da passt er immer rein. Kannst du Decke rüberhängen und dann hat er ein vernünftiges Nest und kannst auch immer gut ran zum Sauber machen. Brauchst du ja nichts mehr drüberhängen, ist ja zu. Ist ja zu. Ja, er will das ja immer ganz gerne ganz dunkel haben, der kleine Sack. Aber wo willst du denn hinstellen? Nicht fragen, Carmen. Bringt doch eh nix. Oh, ich geh gleich selber rein. Ich wollte gerade sagen, wollen wir Probe liegen. Guck mal, das ist ein reeller Kram. Wenn es geht, nehmen wir davon zwei mit, dann kann man mal eine waschen, wenn man ist. Ich würde beides doppelt nehmen. Beides doppelt nehmen. Dann habt ihr was zum Saubermachen. Lieb von dir, Tamme, dass du auch immer an die anderen denkst, damit sie auch immer schön beschäftigt sind. So einen haben wir doch zu Hause. Da kann man nur abwarten, bis der Bruch ausgeheilt ist. Mit oben hängen im Helm, in den Metall mit. Wo ist eine Möglichkeit rechts um? Immer rechts umdrehen, da ich nicht so viel Druck auf das Becken kriege. Mach hier ein bisschen Platz, dass er wieder auf den Hänger kann. Also das holt eine Tour an. Du kannst klar auch hier nochmal nachkicken, ob du da auch noch Druck drin hast oder was. Oder meistens lopen sie sogar überkürt oder lang. Ich hab ihn also bis jetzt habe ich nichts gefunden, was da irgendwie. Das war's, ne? Ja. Aber ich denke, dass hier muss ich wieder hinkriegen. Aber das holt eine Tour an bis zum Kau. Neben fremden Tieren hat der XXL-Ostfriese auch jede Menge eigene Vierbeiner, um die man sich kümmern muss. Jüngster Familienzuwachs, das Lämmchen von Hermann und Marlene. Die Mutter hat es nicht angenommen, also hat Tatjana sich als Leihmutter erbarmt. Unter der Anleitung vom Chef, versteht sich. So, wieso ist er jetzt so müde? Ist der blöd? Der hat heute Nacht getobt, der hat uns auf Trab gehalten. Nein! Oh, nicht zu weit ins Maul. Die haben eine ganz kleine Stiche. So, musst du ruhig hinsetzen lassen. Tati, sonst, wenn er hier hinten hoch ist, pass mal. Du musst, so geht's. Du musst den Bock immer so haben, dass der vorne hoch genug liegt, dass das in die Speiseröhre runtergeht. Der soll ja im Stehen saufen. Aber das Auge ist noch ein bisschen milchig. Müssen wir gleich noch irgendwas dran tun. Aber es wird dunkel. Das Dunkel kommt runter. Ich habe die Hoffnung, dass das Auge. Ja, das retten wir, das Auge. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Hallo. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, ist schon runter. Gefallen. Das ist schön. Den kannst du kacken, ne, Chefi? Klein Wilhelm. Und er wollte sterben. Und er ist so schwer geboren. Dann haben wir das rausgezogen, das kleine Lamm. Dann habe ich es wirklich zur Seite gelegt und habe gedacht, jetzt ist er tot. Jetzt ist mal die Zippe nachgucken, die Aue. Und auf einmal macht er, ich denke, hallo, schlapp wie ein Handtuch. Und guck ihn, was da jetzt raus geworden ist, dieser kleine Stock. Pieseln kann er wie ein großer. Ja. Und kacken kannst du auch, ne? Ja, seit gestern endlich. Wahrscheinlich hatte Mama Marlene auch gedacht, das Lämmchen sei tot. Gibt's ihn von der Trockenmilch, da hole ich dir noch mal was nach. Ja, Trockenmilch und Traubenzucker. Sehr gesund. Nicht so weit die Schnulli rein. Immer so an die Spitze. Sonst ist es, als wenn ich dir ein Hühnerbein ins Maul schiebe und komm damit ein Zäpfchen. Und wer will das schon? Oh, du letzte Schnucki, ne? Okay, da siehst du schon richtig, wo die Hörner nachher kommen, ja. Siehst du das? Ja. Das ist ein kleiner Wilhelm, ne? Wilhelm, ein würdiger Name. Jetzt ist er satt. Hat er ordentlich gesoffen. Ja. Oh, Lötchen, ne? Ja, komm's Maul abfischen. So, und jetzt, wo ist die Augencreme? Die müsste. Hier. Ja, müsste. So. Ja, oh, jetzt mal dem gucken. Wilhelm soll ja irgendwann auch die Welt entdecken. Oh, mein kleines Schäfchen, so. Kösel hier halten. Augen runter. Hey. Der niest immer nach dem Trinken. Mach nichts. Das die, normal? Ja, wir machen. Das kommt, wenn du den zu tief hast. Den kriegt er immer ein bisschen ins verkehrte Loch. Das musst du vermeiden. Okay. Wenn es geht, musst du jetzt ihn angewöhnen, dass er steht beim Saufen. Ja. Aber ein paar Tage darf er sich noch erholen. So, Auge dicht, Schnucki. Das ist immer schön. Für so ein Lämmchen, was meinst du? Wenn dieses Lamm eine Woche alt ist, dann gibt er Gas.
Dann kannst du dir mal so einen Handsauger nehmen. Ich glaube, ich habe nur einen für ein Auto. Und dann kannst du Rosinen saugen den ganzen lieben Tag. Weil kleine Schafe immer laufen, kacken, ne? Andere gehen mit dem Hund spazieren, ich gehe mit dem Schaf spazieren. Genau, wenn Carmen dann noch mit der Sau losläuft. Ihr habt ja mittlerweile alle verrückte Viecher hier, ihr Frauen- und Weibersleute hier. Ja, auf dem Hankenhof findet jeder Topf seinen Deckel. Ja, Schnitzel, Schnitzel, lecker, Schnitzel, Schnitzel, lecker. Fehlt eigentlich nur noch ein verrückter Kandidat. Etwas zum Spazierengehen für den XXL-Ostfriesen. Und er hat da auch schon was im Auge. Wobei, einen echten Wolf will sich der Knochenbrecher natürlich nicht zulegen, aber ein Wolfshund könnte den Anspruch auf einen ausgefallenen Gefährten durchaus erfüllen. Um sich genauer zu informieren, besucht er Frank Fass vom Wolfcenter Dörferden. Wie viele Hektar habt ihr hier jetzt? Wir sind jetzt noch auf 5 Hektar, wollen aber gerne in der Fläche wachsen, weil wir gerne mehrere verschiedene Wolfsunterarten zeigen wollen. Rechts ist Oblomov. Was meinst du, wie alt ist der? Ja, der sieht schon ein bisschen älter aus. Ja, genau, der ist 11 Jahre alt. Und links davon steht Mitja. Mitja ist der neugierigste von den Vieren, die in diesem Gehege leben. Wie alt schätzt du den? Kannst du ihn sehen? Ja, kann man sein. 4. 1 Jahr. 1 Jahr ist er. Wölfe wachsen unheimlich schnell. Die sind in ihrem ersten Winter, dann sind die gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt, sind die vom Skelettwachstum fast ausgewachsen. Das sind zwar noch junge Bengels, die hormonell noch lange nichts zu melden haben, aber das sieht man denen kaum noch an. Oder eben auch, wenn Paarungszeit ist, das ist ja bei Wölfen nur einmal im Jahr der Fall, dann muss man auch vorsichtig sein, dass zum Beispiel ich als Mann die Rüden im Auge behalte oder meine Kollegin die einzige Fee, die hier drin ist. Wölfe wollen sich zwar nicht mit Menschen verpaaren, aber die wissen ganz genau, ist man Männlein, Weiblein, ist man schon erwachsen, also geschlechtsreif oder nicht, wie Hunde das ja auch wissen. Und da muss man auch wach drüber sein. Ne? Das muss nicht so kommen, aber das sollte man immer im Hinterkopf haben, dass das so kommen kann. Ist so, ist Natur. Ja, so ist das. Und es sind Wildtiere, keine Haustiere. Ne? Und deshalb werden sie auch artgerecht gefüttert. Frank Fass hat da schon etwas vorbereitet, in der Hoffnung, die scheuen Tiere näher anzulocken. Guck, wie die sich bewegen, wie die sich bewegen. Da kannst du wirklich nicht verabhauen vor so einem. So, willst du durchschieben? Ja, klar. Oder so packen, je nachdem. Das ist mir alles egal, völlig wie wild. Im Zweifel haben die Wölfe mehr Angst vor dem XXL-Ostfriesen als umgekehrt. Was ist denn lieber, packen? Können wir auch, ist egal. Die Wölfe sind zwar interessiert, aber so richtig trauen sie dem Braten nicht. Auch wenn er schon verdammt lecker riecht. Genau. So. Im Auto? Bauch. Ja, wa? Ja, das sind Verkehrsunfälle. Ja. Man darf ja per Tierschutzgesetz keine lebenden Tiere verfüttern, was auch richtig so ist, dass das verboten ist. Das wäre natürlich, das Reh hätte keine Chance, hier zu entkommen. Ne? Und? Kommt einer? Also ich glaube, die kommen, wenn dann, nur ran, wenn wir gleich wieder draußen sind. Zu scheu. Also erstmal rüber zu den eigentlichen Objekten der Begierde, den Wolfshunden. Die beiden Grauen, das ist ein Rüde hier. Er heißt, wie er aussieht, Grauer, dahinter Ayuna, die Hündin. Die sind beide reinrassig. Die Braune ist ein Mischling. Da waren die Eltern, also der eine Elternteil auch tschechoslowakischer Wolfshund, der andere Elternteil war Schäferhund. Und ich finde, sie wirkt deutlich mehr nach Schäferhund als eben nach diesen Tschechen. Und die sind sehr besitzerbezogen. Wenn die an der Leine sind, draußen, der Rest der Welt interessiert sie nicht sonderlich. Die gucken immer, wo ist mein Besitzer. Also genau richtig. Man sollte sich überlegen, ob das Leben, was man führt, geeignet ist für den Hund. Denn die können das nicht gut ab, auf die Dauer alleine zu sein. Bei uns ist das so, die haben sich zu dritt. Die haben also sehr viele Möglichkeiten, auf der sozialen Ebene sich auszutauschen, auszuleben. Wenn man so einen klassischen Bürotag hat von 8 Uhr, ist man weg auf der Arbeit und man kommt abends um 5, 6, 7 Uhr erst wieder, dann würde ich sagen, hol dir so einen Hund nicht. Wenn sie alleine sind, das können die besten Ausbruchsexperten werden. Türen aufmachen,
Kofferraumdecke. Dann sollen sie doch. Bei uns sind ja immer Leute am Haus, nicht? Und das ist einfach das Schöne, weißt du, da läuft ein Hund achter ran. Ja. Wo der Jack Russell hingeht, der Kleine, da läuft so ein Hund dann mit. Ich mach keinen Hund ins Spiel. Nur an der Leine nehmen. Die müssen Freiheit haben. Und die haben sie auf dem Hankenhof auf jeden Fall. Hallo Schätzelein, wer bist du denn? Na, komm mal mit. Ein bisschen riechen lassen, das ist ja alles spannend. Eben alles riechen lassen. Seid ihr da? Seid ihr da? So feine Hunde? Ja, toll. Also Schmusehunde sind das nicht. Wollt ihr schnuffeln? Oh, die ist ganz schön groß, im Burschen. Aber stolz und selbstbewusst. So, guck, meins. Und zum Kuscheln ist ja noch Jumper da. Toll, feine Hund. Und diese, was sagt man, wie viel Prozent, also genetisch gesehen, wie viel Prozent Wolf ist drin? 30, 40? Deutlich weniger, weil als man 1982 gesagt hat, okay, Privatleute dürfen weiterzüchten, da hieß es darf nie wieder ein Wolf eingekreuzt werden. So, und alles, was danach folgte, ist ja prozentual bezüglich Wolf immer weniger geworden. Auch in Deutschland, Wölfe einzukreuzen oder auch im Ausland oder aus dem Ausland solche Hybriden haben hier wieder reinzuholen. Die haben wieder Hybriden gemacht. Und das ist verboten. Und das finde ich auch ehrlich gesagt richtig, dass das hier nicht gestattet wird. Also höchstens ein Fünftel Wolf-Tamme. Ja, es sind faszinierende Hunde. Doch, man kann es sich vorstellen. Ein Wolfshund auf dem Hankenhof? Sehr imposant. Na? So, wie ist die Entscheidung? Gibt es jetzt einen? Ich will so einen Tink haben. Okay. Das Wichtigste ist doch an so einem Hund, dass er so ein bisschen Respekt einflößt. Und das tun diese, oder? Das tun sie, ganz ohne Zweifel. Wobei ein echter Wolf natürlich noch prächtiger wirkt. Aber dann würde die bunte Tierschar auf dem Hankenhof nichts zu lachen haben. Der Sommer kam in diesem Jahr zu spät. Der Winter kommt zu früh. Hört sich zwar irgendwie gerecht an, ist es aber nicht. Denn kaum hat man sein Sommergefieder ausgepackt, muss man es schon wieder einmotten. Ja, du bist auch nicht. Du musst auch gucken. Komm mal. So geht's. Und in diesem Winter wird sich auch Lilly eine neue Spielkameradin suchen müssen. Denn es dauert nicht mehr lange und das kleine Ferkel ist den Kinderschuhen entwachsen. Auf Wilhelm kann sie auch nicht zählen. Der muss überhaupt erst mal auf die Beine kommen. Und die Hühner haben auch keine Lust auf das ewige Fang mich doch. Das kann ja ein langweiliger Winter für Lilly werden. Auch Jumper will nur in Ruhe vor sich hinfuttern und Becky hat auch nicht den ganzen Tag Zeit zum Toben. Bleibt die Hoffnung, dass der Knochenbrecher für Abwechslung sorgt. Immerhin hatte er mit Carmen den Hof heute schon sehr früh verlassen. Der Grund? Da ist er. Also wirklich. Der XXL-Ostfriese ist ein Mann der spontanen Entscheidung und der schnellen Tat. So, ihr Experten. Wir sind wieder da. Carmen versucht gerade, den Hund zu bändigen. Um diesen kleinen Welpen mit Carmen abzuholen, ist er heute sogar ohne Frühstück aus dem Haus gegangen. Das passiert nur ganz selten. Oh, hallo, guck mal, wer hier ist. Oh nee, die ist ja knuffig. Die kleine Maus. Das ist Uruk, aber jetzt Spitzname Socke hat Tamme die getauft. Wie aus dem Film, der mit dem Wolf tanzt. Das passt, finde ich, hundertprozentig. Willkommen im Flachland, du. Ja, genau. Oh, du bist ja knuffig. Ist der geil oder ist der geil? Ja, die ist süß. Die ist schön, süß. Ne? So, aber... Nicht in den Versteck. Noch ist Socke ein bisschen schüchtern. Komm mal her. Alles gut. Aber das wird sich bald ändern. Und wieder ein Tier mehr auf dem Hand. Hat sich wehgetan, aber... Wieso lärmt er denn? Weiß ich nicht. Na, Tamme, das ist doch dein Beritt. Ist sie vorhin irgendwo gesprungen? Nee.
Geh mal hier, auf dem Arm rauf. Siehste Socke? Gleich im richtigen Film gelandet. Oh nein, du Baby. Deine großen Füße. Knack. Hast du dich schon verdreht? Oh, war ja. Ah, jetzt war die ein bisschen schisser noch, ne? So, Franzi. Franzi. Oh nein, du. Alles wieder gut. Du bist aber gelenkig, du. Dampa, guck mal hier, ein Baby. Guck mal hier, ein Baby. Guck mal. Oh, oh. Was ist das denn? Was interessiert ein Welpe, wenn nebenan das Brötchen... Es ist Samstag und der XXL Ostfriese hält Hof. Hankenhof. Fragt sich nur wann. Viele Pferdebesitzer sind extra früh angereist, in der Hoffnung, der Knochenbrecher würde dem Druck der Menge nachgeben und vor 10 Uhr mit seiner Behandlung beginnen. Aber weit gefehlt. Dann schauen wir mal. Zu einem vollen Arbeitstag gehört ein üppiges Frühstück. Und zu einem üppigen Frühstück gehört... den schönen eigenen Schinken. Genau. Das ist Delikatesse pur. Peter, jetzt kriegen wir aber ordentlich was vor der Futterluke. Aus heimischer Ferkelproduktion. Da weiß man, was man isst. Auf der Schneide legen die Messer. Das sind auch Bezirksvandalen. Mm. Bei den guten Stücken legt der XXL Ostfriese selbst Hand an. Und wenn wir jetzt Rühreier kriegen, dann kriegen wir da nicht irgendwie Öl drin. Dann kriegen wir da richtig eine Seite Speck drin, wo alle Leute Angst vor haben. Wir wollen zu fett. Wir wollen viel Fett haben. Viel Fett vom eigenen Schwein. Bloß mein Messer ist nicht so scharf, wie ich dachte. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Das Leben ist einfach hart. Auf die Schneide legen die Messer hin. Unverschämtheit. Als hätte man nicht schon genug Stress. Oh. Carmen, du kannst doch mal zu dem Messerschleifer hingehen. Die kriegst ja gar nicht wieder scharf, diese Dinger. Also wirklich, Carmen. Wenn Tamme sich schon mal die Zeit nimmt, seinen Speck persönlich zu zerlegen, sollten doch wenigstens die Instrumente optimal vorbereitet sein. Wir wollen den Speck in die Rührei. Bis die Schwarte kracht. Die Schwarten, das ist wirklich so eine Schwarte. Artet ja eine richtige Arbeit aus. Und das am frühen Morgen. Die ganzen Eier, alles, was du gesammelt hast, was in den Eimern ist, alles da rein. Endlich hat sich Assistenz eingefunden. Das kommt alles in die Pfanne. Dann könnt ihr das gleich sehen, was da für ein Rührei rauskommt. Tja, es kann wohl noch einen Moment dauern. Rebecca. Ja. Selbstessen macht fett. Schwarzbrot. Sehr charmant, Hanne. Ich bin schon ganz gut, finde ich, für die kurze Zeit. Bürohilfe Tatjana übt sich unterdessen in der Rührei-Zubereitung. Hier war zwar kurz mulmig, aber du siehst, man kann alles lernen, wenn man es will, ne? Eierbraten ist eine Grundvoraussetzung für Hankenhof-Mitarbeiter. So macht man Tamme glücklich. Genau. Sehr gut, Tatjana. Lektion gelernt. Und was sagt der Chef? Schade, 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 dass das jetzt bei mir angekommen ist, weil ich habe die Hühner gekauft, kriege auch die Eier. War ja klar. Ich muss hier schön was rumpacken, dann nützt auch nichts, so ein bisschen Klöterei. So, komm. Sieht nach einem genüsslichen Start in den Tag aus. Dann kann's ja losgehen. Moin. Flotten Schritt, einmal hoch und runter. Man hört es doch gleich an der Stimmlage. Der XXL Ostfriese ist bestens aufgelegt. Und sein Assistent Matthein will heute auch alles geben. Einmal rückwärts. Schätzelein, jetzt hast du nicht geguckt. Gut. Du reitest. Er soll ja eigentlich mein Springpferd werden, aber irgendwie wird's nicht. Ich hab ihn dann geschlagen lassen, weil er Beckenprobleme hatte. Ja.
die hat er, seitdem ich angefangen habe, wieder zu springen, wieder. Das sieht nämlich gar nicht beim Laufen so schlecht aus. Also er lief auch gut, bis ich halt angefangen habe mit Stangen und Cavaletti-Arbeit. Und dann hat er hinten wieder geknackt. Also es hört sich immer an, als wenn zwei Gelenke übereinander springen. Ey, das sind Sehnen. Ja. Ihr habt... Im Rechtsgalopp... Ihr geht ja noch expandig, nicht? Der Schmied konnte nicht mehr viel machen, weil er war direkt doch ausgeschnitten. Dann machen wir eine Hilfe und mogeln. Was wir nicht wegschneiden können, bauen wir an der anderen Seite runter. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht aber mal Schmied. Ist ja nicht schlimm. Das ist nur hinten. Vorne ist super. Ich will nicht sagen, dass er ihn schlecht beschlagen hat. Das ist alles gut. Bloß er hätte einfach an der Innenseite einen Keil drunter machen müssen. Ja, okay. Kennt ihr denn auch ein bisschen ins Wasser und so schon mal laufen? Hab ich mit ihm noch nicht gemacht. Ich hab ihn noch nicht lange. Aquatrainer auf. Ja. Wir versenken ihn. Ja, wenn er sich versenken lässt. Hier rechts rein, hier wollen wir jetzt, ich nehme mal meinen Überredungsstock mit. Eine Trainingseinheit im Wasser soll das Pferd wieder in Schwung bringen. Wie schön, wie schön, wie schön. Das Laufband zwingt zu regelmäßigem Gehen. Das stärkt Muskulatur und Gelenke. Aber man muss erst mal den richtigen Rhythmus finden. Immer Kommando geben, hinten laut sprechen. Er ist ein bisschen wasserscheu. Komm mit Papa. Komm, so. Tür dicht. So, Schätzelein, jetzt gibt's Wasser unter die Füße. Und einen Gang schneller. Schreiten. Ganz schön anstrengend. Vor allem, weil das Wasser immer höher steigt. Da wird er sich dran gewöhnen. Wenn er das tut, dann machen wir ganz einfach den Whirlpool mal auf Stufe 2. Schätzelein. Einfach aussteigen läuft nicht. Und stehen bleiben geht auch nicht. Kann man nur hoffen, dass es was bringt. Was hast du hier denn, Schätzelein? Das ist für den Einlauf. Ist das gut? Gute Tendenz? Bei mir ist immer gut. Weißt du doch. Aber kein Schinken, war bloß ein Braten. Da muss man sich vorstellen. Die Verdauung, du bist, was du isst. Ja. Sehr unglaublich, dass man denkt, wie findet die Kacke wieder den Weg nach draußen, nicht? Wenn ihr das nachguckt, nicht? Oder? Dieser Kandidat fragt sich wohl eher, wie seine Beine wieder den Weg nach draußen finden. Der hatte ja von heute auf morgen die Hinterfüße nicht mehr gegeben. Und dann haben wir schon gemerkt, auch beim Reiten, dass der ein bisschen schief hinten auch geht, also wirklich auch Probleme im Becken hat. Bei Pferden sagt man ja, die können sich verlegen in der Box oder beim Wälzen auf der Weide oder beim Spielen, Toben, keine Ahnung. Und ja, muss irgendwie so passiert sein. Ich habe ja selbst Angst davor, wenn ich da rangehe. Ich habe Angst, dass er mich haut und daher ist es dann schwierig für mich, daran zu gehen. Aber irgendwie, denke ich mal, werden wir das hinkriegen. Einmal rückwärts richten. Der nächste Patient ist offenbar ein schwieriger Fall und obendrein nicht besonders kooperativ. Hallo, Schätzelein, wie richte ich mein Pferd zurück? Nicht so. Habe ich dir schon alles mal gezeigt. Kuppeln, rückwärts. So, gut festhalten. Hier scheinen größere Empfindlichkeiten vorzuliegen. So, lief Tor. Der Rücken geht ja noch, aber wenn er die Hinterbeine nicht gibt. So, einmal rumtau. Kurz anfassen. Hey. Erstmal Mateien vorschicken. So kann ich nicht. Ich dabei. Ich muss ihn einmal da im Zaun lassen. Steh. Einfach stehen bleiben, Schätzelein. Wie alt ist der? Vier. Selber gezogen oder was? Wie kommt ihr zu den Jungen? Also, das wird nicht einfach. Magst du sonst immer an der anderen Seite den Schweif festhalten? Ungerne, wie es aussieht. Ola, nicht an der Schulter anfassen vorne. Die Kuh kann ja auch schon her. Welle sie mit dem Kauf. Bist du, ne? Ja. Der, komm hier mal mit her. Hey. Vielleicht schütte ich noch mal ein bisschen, dass sie mal einen Spritzer aufkriegen, Natur. Nächster Versuch. Hör auf. Du musst dein Pferd festhalten.
ist ausgerutscht. Den tun die Kruppenpartie und alles, dass du siehst. Du musst an meiner Seite stehen, okay? Dass du von mir wegziehst, ja. Fuß. Komm. Wenn Pferde ihren Huf nicht hergeben, haben sie meist Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. So, nochmal. Bremsen und immer mit reden. Komm, Fuß. Anziehen. Oh Mann. Komm. Wo gibt man her jetzt? Komm. Kopf nicht zu weit anbiegen. Gerade lassen. Stur. Nicht machen. Nichts zu machen. Schätzelein, so ein Mist ist gar nicht zu bezahlen. Am Ende muss der Meister die Zügel mal wieder selbst in die Hand nehmen. Fuß. Oh. Gut mit Festhalten vorne. Nicht. Ja, das ist das Erinnerungsvermögen. Hallo, hör auf jetzt. Und siehe da. Hinsetzen. Geht doch. Wenn ihr das nicht einsieht, dann habt ihr nie ein Pferd, was die Beine immer hochgibt. Versauen geht immer bloß einmal. Wie wäre das, wenn du dein Pferd mal fühlen kannst und mal diese ollen Plüdel-Dinger durchziehe? Jetzt muss die Reiterin nur noch ihre eigene Angst überwinden. Oh, hey, musst du wieder ran? Hey, so ist doch fein. Klopf ihm vorne mal. Oh. So. Fuß. Komm, gib mal. Gar nicht so viel machen. Fuß. Ja, du kannst jetzt nicht festhalten, weil du vorne mit Damen Handschuhe an hast, nicht? So, jetzt hoch. So ist so. Und ja, wenn es auch ein bisschen ist, hinsetzen, nach vorne gehen, klopfen. Ganz prima. Guck dir das an. So einen Scheiß machen die, nicht? So, kann ins Bett. Ich hatte gehofft, wie man ja normalerweise hofft, dass der den einrenkt und dann ist gut. Aber war ja leider nicht ganz so. Aber Tamme sagte ja, der hat ja auch noch Schmerzen im Becken. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich weg. Und ja, das muss man jetzt einfach üben, dass der das wieder macht. Und noch ein Sonderfall. Du siehst ja die Dorne mit Tau tritt. Hand. Wo holst du die Hand hin? Nee, nur eine Seite. Dahin halten. Und laufen. Nein. Langsam. Und? Knack. Nochmal. Die arme Kuh scheint schlimme Schmerzen zu haben. In Bewegung fühlt der Knochenbrecher, wo es knackt. Ein Grenzbereich. Das heißt? Klaue, Knie nachgucken und dann andere Rute halten. Der hat die, das ist nicht ganz Voss, aber den Becken anknackt. Der ist bestreben. Ja. Der hat Druck im Becken kriegen. Und hier. Ein angebrochenes Becken kann auch der Knochenbrecher nicht reparieren. Das heilt nur die Zeit. Dauert Taurim. Ja, ich muss da erstmal hinkommen. Ich freue mich schon, haben wir gleich einen schönen hellen Pudel oder sowas noch, dass ich die Hände wieder sauber kriege. Aber das ausgekugelte Knie kann man wieder einrenken. Tau im unter Klauenland. Ja, Moment. Und dann bloß die Knie rein da. Oh. Nicht. So. Ganz locker. Oh, Klaue habe ich. So, ist kaut. So, und ganz und das liefen bitte, nicht davor. Alles mit Verstand. So. Und nur achten, Ruth. Nicht wie. Gut. Ist da drin. Klaue nachkommen. Ja, habe ich schon gehabt. Geschafft. Zwar ist das Becken noch angeschlagen, aber wenigstens tut ihr das Bein nicht mehr weh. Wenn ihr Pien hat, dann hier die Lahm noch ein Tour. Die kann auch zwei Mount. Takte und reingehen und so ein. Weil der ist ja nun, der hat ja ein paar Laktationen achtesück. Ja.
Und dann haben die natürlich Heilungen, war den Knochen hört weg. Das sind ja das mit Menschen aus der Osteoporose, so muss ich das vorstellen. Und dann holt er doch sehr an. Was du machen kannst, ist ein bisschen mehr Kalzium geben. Ja. Dann wird für den Knochen kriegt, dann verheilt das Fälle. Roduten, Hus, Boden, Hersen oder wo Hersen? Ja. Ja, das ist das Beste. Mhm. Knederut und Becken anknackt. Und die Becken, der Bruch bis um Kau, so mit 8 Wegen. Ich weiß nicht, wenn er die da kriegen. Ja, das sind Fälle, da 3 Wegen von her, ne? Ja. Vor. Blättermann ist eigentlich nur eine. Ach, das ist noch ein kleiner. Das ist so richtig schön. Ist das jetzt aus dem 7. Magen oder was? Ach, auch mit den Nummern zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wo die Mägen sind. Es ist der Pansen. Du nimmst ihn nach einem Computer und dann lernt ihr das mal. Ich habe das 1000 Mal erzählt und keiner will das von mir behalten. So wird ein Hund lecker gefüttert. Und auch so in Stücken, dass du so ein bisschen. Ist alles gut. Wenn ihr dazwischen quatscht, brauche ich euch ja nichts erzählen. Sei nur so zickig. Sieh es ein, Tamme. Die Mädels teilen deine Begeisterung für Pansen nicht. Der Kuhscheiße, das ist Lab. Unverdautes. Was ein Hund braucht, sind Typen, Sigi. So, und hier jetzt kommt erstmal so ein bisschen Fleischiges raus. Das ist ja was sehr Schönes hier. Sehr appetitlich. So, mein kleiner Wolf. Mal sehen, was Socke meint. Das kannst du schauen. Gib her. Scheint gut anzukommen. Und sorgt ja angeblich für eine gesunde Magen- und Darmflora. Und Fredi? Nichts für den Grill, oder? So. Da geht ja nicht mal durch. Lecker? Lecker? Ne? Hund, müsste man sagen. Hund, müsste man. Weiter im Projekt Socke. Guck, da gibt es auch so eine Art Höhlen, aber das sind alles für so kleine Kutscheschlecke zu bauen. Ja, da passt ja nicht lange rein. Ein Nest soll her. Irgendwas finden wir. Erstmal orientieren. Betten und Kissen. Manches geht ja aber nicht so, weil da wird der Hund spul. Geht ja gar nicht. Ich im Katzentoiletten. Aber das Gift, wenn wir den. Wahnsinn. Das ist für die Katze. Nagerkäfig, bist du verrückt, du. Wohl länger nicht im Tierladen gewesen, was, Tamme? Irgendwie ein Loch, wo er rein kann. Boah, Gift. Eine Beratung wäre jetzt wohl ganz sinnvoll. Ich habe so einen kleinen Wolfswelpen geholt. Der braucht irgendwie sowas, was eine Art Höhle, wie eine Höhle ist. Sie wollen irgendwo runterkriechen, die Dinger. Los, was blieb groß genug? Der wird wie ein Die wird so groß wie ein Schäferhund. Also was zum Reinwachsen. So ist ja nicht so schlecht, ne? Ja, die gibt's auch noch größer hier, guck. Größenmäßig schon das Richtige, aber der Knochenbrecher ist noch nicht überzeugt. Ja, weißt du, was das ist? Hm? Der ist jung, den frisst er uns auf. Ja. Meinst du das? Ja. Wir müssen was Reelles haben. Gleich sowas. Dann kannst du dir mal so einen Handsauger nehmen. Ich glaube, ich habe nur einen für ein Auto. Und dann kannst du Rosinen saugen, den ganzen lieben Tag. Weil kleine Schafe immer laufen, kacken, ne? André, geh mit dem Hund spazieren, ich gehe mit dem Schaf spazieren. Genau, wenn Carmen dann mit der Sau losläuft. Ihr habt ja mittlerweile alle verrückte Viecher hier, ihr faulen Weibersleute hier. Ja. Auf dem Hankenhof findet jeder Topf seinen Deckel. Schnitzel, Schnitzel, lecker, Schnitzel, Schnitzel, lecker. So. Fehlt eigentlich nur noch ein verrückter Kandidat. Etwas zum Spazierengehen für den XXL-Ostfriesen. Und er hat da auch schon was im Auge. Wobei, einen echten Wolf will sich der Knochenbrecher natürlich nicht zulegen, aber ein Wolfshund könnte den Anspruch auf einen ausgefallenen Gefährten durchaus erfüllen. Um sich genauer zu informieren, besucht er Frank Fass vom Wolfcenter der Pferden. Wie viele Hektar habt ihr hier jetzt? Wir sind jetzt noch auf 5 Hektar, wollen aber gerne in der Fläche wachsen, weil wir gerne mehrere
verschiedene Wolfsunterarten zeigen wollen. Rechts ist Oblomov. Was meinst du, wie alt ist der? Ja, der sieht schon ein bisschen älter aus. Ja, genau, der ist 11 Jahre alt. Und links davon steht Mitja. Mitja ist der neugierigste von den Vieren, die in diesem Gehege leben. Wie alt schätzt den? Kannst du ihn sehen? Ja, kann man sein. 4. 1 Jahr. 1 Jahr ist er. Wölfe wachsen unheimlich schnell. Die sind in ihrem ersten Winter, dann sind die gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt, sind die vom Skelettwachstum fast ausgewachsen. Das sind zwar noch junge Bengels, die hormonell noch lange nichts zu melden haben, aber das sieht man denen kaum noch an. Oder eben auch, wenn Paarungszeit ist, das ist ja bei Wölfen nur einmal im Jahr der Fall, dann muss man auch vorsichtig sein, dass zum Beispiel ich als Mann die Rüden im Auge behalte oder meine Kollegin die einzige Fee, die hier drin ist. Wölfe wollen sich zwar nicht mit Menschen verpaaren, aber die wissen ganz genau, ist man Männlein, Weiblein, ist man schon erwachsen, also geschlechtsreif oder nicht, wie Hunde das ja auch wissen. Und da muss man auch wach drüber sein. Ne? Das muss nicht so kommen, aber das sollte man immer im Hinterkopf haben, dass das so kommen kann. Ist so, ist Natur. Ja, so ist das. Und es sind Wildtiere, keine Haustiere. Ne? Und deshalb werden sie auch artgerecht gefüttert. Frank Fass hat da schon etwas vorbereitet, in der Hoffnung, die scheuen Tiere näher anzulocken. Guck, wie die sich bewegen, wie die sich bewegen. Da kannst du wirklich nicht für abhauen, für so einen. So. Ich denke, hallo, schlapp wie ein Handtuch. Und guck, was da jetzt draus geworden ist, diese kleine Stoff. Pieseln kann er wie ein großer. Ja. Und kacken kannst du auch, ne? Ja, seit gestern endlich. Wahrscheinlich hatte Mama Marlene auch gedacht, das Lämmchen sei tot. Gibt's ihn von der Trockenmilch, da hole ich dir nochmal was nach. Ja, Trockenmilch und Traubenzucker. Sehr gesund. Nicht so weit die Schnulli rein. Immer so an die Spitze. Sonst ist es, als wenn ich dir ein Hühnerbein ins Maul schiebe und komm damit ein Zäpfchen. Und wer will das schon? Oh, du letzte Schnucki, ne? Guck, da siehst du schon richtig, wo die Hörner nachher kommen, siehst du das? Ja. Das ist ein kleiner Wilden, ne? Wilhelm. Ein würdiger Name. Jetzt ist er satt. Hat er ordentlich gesoffen. Ja. FFF. Lötchen, ne? Ja, komm's Maul abfischen. So, und jetzt, wo ist die Augencreme? Die müsste. Ja. Müsste. So. Ja, jetzt mal dem gucken. Wilhelm soll ja irgendwann auch die Welt entdecken. Oh, mein kleines Schäfchen. So. Kösel hier halten. Augen runter. Hey. Der niest immer nach dem Trinken. Mach nichts. Das normal? Ja, wir machen. Das kommt, wenn du den zu tief hast. Den kriegt er immer ein bisschen ins verkehrte Loch. Das musst du vermeiden. Okay. Wenn es geht, musst du jetzt ihn angewöhnen, dass er steht beim Saufen. Ja. Aber ein paar Tage darf er sich noch erholen. So, Auge dicht, Schnucki. Das ist immer schön. Wenn so ein Lämmchen, was meinst du? Wenn dieses Lamm eine Woche alt ist, dann gibt der Gas. Dann kannst du dir mal so einen Handsauger nehmen. Ich glaube, ich habe noch einen für ein Auto. Und dann kannst du Rosinen saugen, den ganzen lieben Tag. Weil kleine Schafe immer laufen, kacken, ne? André, ich gehe mit dem Hund spazieren. Ich gehe mit dem Schaf spazieren. Genau, wenn Carmen dann noch mit der Sau losläuft. Ihr habt ja mittlerweile alle verrückte Viecher hier, ihr faulen Weibersleute hier. Ja, auf dem Hankenhof findet jeder Topf seinen Deckel. Ja, Schnitzel. Schnitzel, lecker. Schnitzel. Schnitzel, lecker. Fehlt eigentlich nur noch ein verrückter Kandidat. Etwas zum Spazierengehen für den XXL-Ostfriesen. Und er hat da auch schon was im Auge. Wobei, einen echten Wolf will sich der Knochenbrecher natürlich nicht zulegen, aber ein Wolfshund könnte den Anspruch auf einen Aber man muss erstmal den richtigen Rhythmus finden. Immer Kommando geben, hinten laut sprechen. Er ist ein bisschen wasserscheu, komm wie Papa. Komm, so. Tür dicht. So, Schätzelein, jetzt gibt's Wasser unter die Füße.
Und einen Gang schneller. Schreiten. Ganz schön anstrengend. Vor allem, weil das Wasser immer höher steigt. Da wird er sich dran gewöhnen. Wenn er das tut, dann machen wir ganz einfach den Whirlpool mal auf Stufe 2. Schätzelein. Einfach aussteigen läuft nicht. Und stehen bleiben geht auch nicht. Kann man nur hoffen, dass es was bringt. Was hast du hier denn, Schätzelein? Ja, das ist für den Einlauf. Ist das gut? Gute Tendenz? Bei mir ist immer gut. Weißt du doch. Aber kein Schinken, war bloß ein Braten. Da muss man sich vorstellen. Ja. Die Verdauung, du bist, was du isst. Ja. Sehr unglaublich, dass man denkt, wie findet die Kacke wieder den Weg nach draußen, nicht? Wenn ihr das nachguckt, nicht? Oder? Dieser Kandidat fragt sich wohl eher, wie seine Beine wieder den Weg nach draußen finden. Der hatte ja von heute auf morgen die Hinterfüße nicht mehr gegeben. Und dann haben wir schon gemerkt, auch beim Reiten, dass der ein bisschen schief hinten auch geht, also wirklich auch Probleme im Becken hat. Bei Pferden sagt man ja, die können sich verlegen in der Box oder beim Wälzen auf der Weide oder beim Spielen, Toben, keine Ahnung. Und ja, muss irgendwie so passiert sein. Ich habe ja selbst Angst davor, wenn ich da rangehe. Ich habe Angst, dass er mich haut und daher ist es dann schwierig für mich, da ranzugehen. Aber irgendwie, denke ich mal, werden wir das hinkriegen. Einmal rückwärts richten. Der nächste Patient ist offenbar ein schwieriger Fall und obendrein nicht besonders kooperativ. Hallo, Schätzelein, wie richte ich mein Pferd zurück? Nicht so. Habe ich dir schon alles mal gezeigt. Kuppeln, rückwärts. So, gut festhalten. Hier scheinen größere Empfindlichkeiten vorzuliegen. So, lief Tor. Der Rücken geht ja noch, aber wenn er die Hinterbeine nicht gibt. So, einmal rumtau. Kurz anfassen. Hey. Erstmal Mateien vorschicken. So kann ich nicht. Dabei. Ich muss ihn einmal da einen Zaun lassen. Steh. Einfach stehen bleiben, Schätzelein. Wie alt ist der? 4. Du selber gezogen oder was? Wie kommt ihr zu den Jungen? Auf die Schneide legen die Messer hin. Unverschämtheit. Als hätte man nicht schon genug Stress. Oh. Carmen, du kannst doch mal zu dem Messerschleifer hingehen. Die kriegt ja gar nicht wieder scharf, diese Dinger. Also wirklich, Carmen. Wenn Tamme sich schon mal die Zeit nimmt, seinen Speck persönlich zu zerlegen, sollten doch wenigstens die Instrumente optimal vorbereitet sein. Wir wollen den Speck in die Rührei. Bis die Schwarte kracht. Die Schwarten, das ist wirklich so eine Schwarte. Artet ja eine richtige Arbeit aus. Und das am frühen Morgen. Die ganzen Eier, alles, was du gesammelt hast, was in den Eimern ist, alles da rein. Endlich hat sich Assistenz eingefunden. Das kommt alles in die Pfanne. Dann können wir das gleich sehen, was da für ein Rührei rauskommt. Tja, es kann wohl noch einen Moment dauern. Rebecca. Ja. Selbstessen macht fett. Schwarzbrot. Sehr charmant, Tamme. Ich kann ganz gut finden für die kurze Zeit. Bürohilfe Tatjana übt sich unterdessen in der Rührei-Zubereitung. Mir war zwar kurz mulmig, aber du siehst, man kann alles lernen, wenn man es will, ne? Eierbraten ist eine Grundvoraussetzung für Hankenhof-Mitarbeiter. So macht man Tamme glücklich. Genau. Sehr gut, Tatjana. Lektion gelernt. Und was sagt der Chef? Schade, 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 dass das jetzt bei mir angekommen ist, weil... Ich habe die Hühner gekauft, ich kriege auch die Eier. War ja klar. Ich muss hier schön was rumpacken, dann nützt auch nichts, so ein bisschen Klöterei. So, komm. Sieht nach einem genüsslichen Start in den Tag aus. Dann kann's ja losgehen. Moin. Flottenschritt, einmal hoch und runter. Man hört es doch gleich an der Stimmlage. Der XXL-Ostfriese ist bestens aufgelegt. Und sein Assistent Mateien will heute auch alles geben. Einmal rückwärts. Schätzelein, jetzt hast du nicht geguckt.
Gut. Du reitest? Er soll ja eigentlich mein Springpferd werden, aber irgendwie wird's nicht. Ich habe ihn dann geschlagen lassen, weil er Beckenprobleme hatte. Ja. Die hat er, seitdem ich angefangen habe, wieder zu springen, wieder. Das sieht nämlich gar nicht beim Laufen so schlecht aus. Also er lief auch gut, bis ich halt angefangen habe mit Stangen und Cavaletti-Arbeit. Und dann hat er hinten wieder geknackt. Also es hört sich immer an, als wenn zwei Gelenke übereinander springen. Ey, das sind Sehnen. Ja. Weil das Ding um den Bauch und dann die Räder runterstecken. Oh Gott, technische Komplikationen. Sind da auch welche bei, die sich drehen? Na, Friedi? Was denn? Ja, die drehen sich doch alle. Welche dreht sich alle? Die rollen. Die rollen, hallo, die Räder drehen sich. Die rollen. Geh mal her. Ob sich so eine Scheibe drauf befindet. So, die gehören nach vorne. Ne, die gehören nach hinten. Ne, diese Steine gehören nach vorne. Oder? Nee, die müssen nach vorne bewegliche Achse haben, nicht? Ah, wie ich das hasse. Die Anleitung könnte weiterhelfen. Also, die werden von innen durchgesteckt. Wir müssen jetzt bloß sehen, dass wir dieses Mal alles hier drauf tun. Mal gucken, ob man den einfach da durchdrücken kann. Dann wird er ja erstmal verschwunden. Schrauben so klein, Hände so groß. Du suchst jetzt mal zu, dass du eine Mutter kriegst und holst da passendes Material zu. Ein Kreuzschraubenzieher. Und für dieses kleine, zarte Ding holst du. Aber nicht verlieren, dann werde ich verrückt. Das darf nicht passieren. Möchtest du das? Was haben wir denn hier? Wo finde ich denn hier was? In der Werkstatt, Schatz. Ja. Du, meine Räuberin. Meinst, wird das heute nochmal wieder was mit dir hier? Bis zum Einzug ins eigene Heim zieht Socke es vor, auf Beckys Arm zu wohnen. Guck mal, das ist doch deine Freundin hier, die Paris. Oder? Wobei so ein kleines Nest aus Heu auch ganz gemütlich ist. Ihr müsst sie schön in Ruhe lassen. Wenn bloß diese riesigen Köpfe nicht wären. Lieb sein, Lilly. Unheimlich. Und geht's mit der Hütte voran? Der kommt ja dann runter. Oder doch nicht. Lieber nochmal nachgucken. Nicht, dass die Räder am Ende quer stehen. Tja, Anleitungen lesen ist eine Wissenschaft für sich. Tatjana probiert's lieber auf eigene Faust. Und am Ende regiert wieder das Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Zur Not mit Unterstützung aus der Steckdose. Tatjana, so einführen. Siehst du, dass ich das mache? Seht ihr das? Mutter. Ja, dann musst du das sagen. Friedi. Bohren. Halt mal ein bisschen gegen, Tatjana. Die Rollen, die sich drehen, nicht nach hinten müssen. Hier vorne siehst du doch. Ich finde, die beweglichen müssen nach vorne. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht? Wenn die nicht reingehen, hast du wohl den Fehler gemacht, du Tor. Mach das schön fertig für den kleinen Hund, ne? Wenn ich nachher wiederkomme, ich brauche nicht so lange. Ach komm, hör auf zu tüdeln jetzt. Dieses Gesülz geht mir auf den Storch. Na, Socke? Das interessiert die gar nicht. Alles, was Tiergeräusche sind, hat sie keinen Schiss. Das wäre ja auch noch schöner. Schiss vor so ein paar gackernden Federbündeln. Oh, oh, oh. Da muss aber mal einiges klargestellt werden. Das musst du auch noch gerade tun an der Futterstelle. So ein Irrsinn. Ich hab gar nichts gemacht. Kaum ist 2 Minuten weg, spielen die Leute hier wieder verrückt. Oh Gott, da kommt der Stinker. Wer ist der Stinker? Jetzt bin ich aber gespannt. Schön. Vorne am Gras machen? Aufmachen. Ja, gehen wir auch mit auf dem Gras. Und dann. Oh Gott, das. Blättermagen, er hat doch keinen Blättermagen mitgegeben, er hat Pansen mitgegeben. Dies ist natürlich für den Hund extrem köstlich. Und laut Tammel ja irre gesund. Oh, stell dich doch nicht so an. Ziegenkammel, Süd. Die Schüssel brauchst du nicht? Ja klar, muss ich Schüssel haben. Das ist eindeutig ein Pansen. Das ist jetzt aus dem Kuhmagen? Ja, der riecht sehr schön, das ist noch frischer. Das ist von gestern. Gestern geschlachtet. Als ich den geholt habe, da war doch noch warm. So soll es sein. So.
diese kleinen Lamellen und so mit der ganzen Kacke drin. Das ist deine Aufgabe jetzt. Wenn er erstmal sich verflüssigt, lässt er sich auch besser schneiden. Da gehe ich nicht bei. Du fütterst die Tiere und fertig. Und kannst auch wohl einen Hund mal ordentlich fressen geben. Gleich was sehen. Hier. Na, Lilly? Lecker? Nicht, dass Lilly reingeht. Dass sie das im Büro haben, das holen die nicht wieder vor. Blättermark ist eigentlich nur eine. Ach, das ist noch ein kleiner. Das ist so richtig schön. Ist das jetzt aus dem siebten Magen oder was? Auch mit den Nummern zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wo die Mägen sind. Es ist der Pansen. Du nimmst ihn nach einem Computer und dann lernt ihr das mal. Ich habe das tausendmal erzählt und keiner will das von mir behalten. So wird ein Hund lecker gefüttert. Und auch so in Stücken, dass du so ein bisschen. Ist alles gut. Wenn ihr dazwischen quatscht, brauche ich euch ja nichts erzählen. Sei immer so zickig. Sieh es ein, Tamme. Die Mädels teilen deine Begeisterung für Pansen nicht. Scheiße, das ist Lab. Unverdautes. Was ein Hund braucht, sind halt Typen, Sigi. So, und hier jetzt kommt erstmal so ein bisschen Fleischiges raus. Das ist ja was sehr Schönes hier. Sehr appetitlich. So, mein kleiner Wolf. Mal sehen, was Socke meint. Das kannst du schauen. Gib her. Scheint gut anzukommen. Und sorgt ja angeblich für eine. Na, no. Von mir wegziehen, Sven. Fuß. Komm. Wenn Pferde ihren Huf nicht hergeben, haben sie meist Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. So, nochmal. Bremsen und immer mit reden. Komm, Fuß. Anziehen. Oh Mann. Komm. Wo gibt man her jetzt? Kampf. Kopf nicht zu weit anlegen. Gerade lassen. Stur. Nichts zu machen. Schätzelein, so ein Mist ist gar nicht zu bezahlen. Am Ende muss der Meister die Zügel mal wieder selbst in die Hand nehmen. Fuß. Oh. Gut mit Festhalten vorne. Ja, das ist das Erinnerungsvermögen. Hallo, hör auf jetzt. Und siehe da. Hinsetzen. Geht doch. Wenn ihr das nicht einsieht, dann habt ihr nie ein Pferd, was die Beine immer hochgibt. Versauen geht immer bloß einmal. Wie wäre das, wenn du dein Pferd mal fühlen kannst und mal diese ollen Plüdel-Dinger durchziehe? Jetzt muss die Reiterin nur noch ihre eigene Angst überwinden. Oh, hey, musst du wieder ran? Hey, so ist doch fein. Klopf ihm vorne mal. Oh. So. Fuß. Komm, gib mal. Gar nicht so viel mehr. Fuß. Ja, du kannst jetzt nicht festhalten, weil du vorne mit Damen Handschuhe an hast, nicht? So, jetzt hoch. So ist so. Und wenn es auch ein bisschen ist, hinsetzen, nach vorne gehen, klopfen. Ganz prima. Guck dir das an. So einen Scheiß machen die, ne? So, kann ins Bett. Ich hatte gehofft, wie man ja normalerweise hofft, dass der den einrenkt und dann ist gut. Aber war ja leider nicht ganz so. Aber Tamme sagte ja, der hat ja auch noch Schmerzen im Becken. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich weg. Und ja, das muss man jetzt einfach üben, dass der das wieder macht. Und noch ein Sonderfall. Du siehst ja die Dorne mit Tau tritt. Hand. Wo holst du die Hand hin? Nee, nur eine Seite. Dahin halten. Und laufen. Langsam. Und? Klack. Nochmal. Die arme Kuh sind draußen, der Rest der Welt interessiert sich nicht sonderlich, die gucken immer, wo ist mein Besitzer. Also genau richtig. Man sollte sich überlegen, ob das Leben, was man führt, geeignet ist für den Hund, denn die können das nicht gut ab, auf die Dauer alleine zu sein. Bei uns ist das so, die haben sich zu dritt, die haben also sehr viele Möglichkeiten,
auf der sozialen Ebene sich auszutauschen, auszuleben. Wenn man so einen klassischen Bürotag hat, von 8 Uhr ist man weg auf der Arbeit und ja, man kommt abends um 5, 6, 7 Uhr erst wieder, dann würde ich sagen, hol dir so einen Hund nicht. Wenn sie alleine sind, das können die besten Ausbruchsexperten werden. Türen aufmachen, Kofferraumdeck. Dann sollen sie doch. Bei uns sind ja immer Leute am Haus, nicht? Und das ist ja einfach das Schöne, weißt du, da läuft ein Hund achter ran. Ja. Wo der Jack Russell hingeht, der Kleine, da läuft so ein Hund dann mit. Ja. Ihr macht keinen Hund ins Spiel. Ja. Oder an der Leine nehmen. Die müssen Freiheit haben. Ja. Und die haben sie auf dem Hankenhof auf jeden Fall. Hallo Schätzelein, wer bist du denn? Na, komm mal mit mir. Ein bisschen riechen lassen, das ist ja alles spannend. Eben alles riechen lassen. Seid ihr da? Seid ihr da? So feine Hunde. Ja, toll. Also Schmusehunde sind das nicht. Wollt ihr ihm schnuffeln? Oh, die ist ganz schön groß, im Burschen. Aber stolz und selbstbewusst. So, guck, meins. Und zum Kuscheln ist ja noch Jumper da. Toll, feine Hund. Und diese, was sagt man, wie viel Prozent, also genetisch gesehen, wie viel Prozent Wolf ist drin? 30, 40? Deutlich weniger, weil als man 1982 gesagt hat, okay, Privatleute dürfen weiterzüchten, da hieß es darf nie wieder ein Wolf eingekreuzt werden. So, und alles, was danach folgte, ist ja prozentual bezüglich Wolf immer weniger geworden. Auch in Deutschland, Wölfe einzukreuzen oder auch im Ausland oder aus dem Ausland solche Hybriden haben hier wieder reinzuholen. Die haben wieder Hybriden gemacht. Und das ist verboten. Und das finde ich auch ehrlich gesagt richtig, dass das hier nicht gestattet wird. Also höchstens ein Fünftel Wolf-Tamme. Ja, es sind faszinierende Hunde. Doch, man kann es sich vorstellen. Ein Wolfshund auf dem Hankenhof? Sehr imposant. Na? So, wie ist die Entscheidung? Gibt es jetzt einen? Ich will so einen Tink haben. Okay. Ja. Das Wichtigste ist doch an so einem Hund, dass er so ein bisschen Respekt einflößt. Und das tun diese, oder? Das tun sie, ganz ohne Zweifel. Wobei ein echter Wolf natürlich noch prächtiger wirkt. Aber dann würde die bunte Tierschar auf dem Hankenhof nichts zu lachen haben. Der Sommer kam in diesem Jahr dauernd. Das hier ist Betty. Das ist eine wunderbare Zuchtsache. Vielleicht lassen wir sie weg. Dann kündige ich. Wenn du die Schweine mitnimmst? Nee, das Drama mal nie wieder mit. Hallo Betty. Hallo Betty. Was ist das denn? Ob so ein kleiner Wolfshund ein so großes Schwein optisch überhaupt ganz erfassen kann? Hallo, hallo Betty. Weiter geht's mit den Hühnern. Die sind wenigstens auf Augenhöhe, aber dafür in der Gruppe und laut obendrein. Na, Socke? Das interessiert die gar nicht. Alles, was Tiergeräusche sind, hat sie keinen Schiss. Das wäre ja auch noch schöner. Schiss vor so ein paar gackernden Federbündeln. Oh, oh, oh. Da muss aber mal einiges klargestellt werden. Das musst du auch noch gerade tun an der Futterstelle. So ein Irrsinn. Ich hab gar nichts gemacht. Kaum ist 2 Minuten weg, spielen die Leute hier wieder verrückt. Oh Gott, da kommt der Stinker. Wer ist der Stinker? Jetzt bin ich gespannt. Schön. Vorne am Gras machen? Oder wo? Aufmachen? Ja, gehen wir auch mit auf dem Gras. Und dann. Oh Gott, das. Blättermagen. Er hat doch kein Blättermagen mitgegeben, er hat Pansen mitgegeben. Dies ist natürlich für den Hund extrem köstlich. Und laut Tammel ja irre gesund. Oh, stell dich doch nicht so an. Vorne am Gras. Ziegenkammel, süß. Wie viel brauchst du nicht? Ja klar, muss ich Schüssel haben. Das ist eindeutig ein Pansen. Das ist jetzt aus dem Kuhmagen? Ja, der riecht sehr schön, das ist noch frischer. Das ist von gestern. Gestern geschlachtet. Als ich die geholt habe, da war da noch warm. So soll es sein. So, diese kleinen Lamellen und so
mit der ganzen Kacke drin. Das ist deine Aufgabe jetzt. Wenn er erstmal sich verflüssigt, lässt er sich auch besser schneiden. Da gehe ich nicht bei. Du fütterst die Tiere und fertig. Und kannst auch wohl einen Hund mal ordentlich fressen geben. Glaub was sehen. Hier. Na, Lilly, lecker? Nicht, dass Lilly reingeht. Dass sie das im Büro haben, das holen die nicht wieder vor. Blättermark ist eigentlich nur eine. Ach, das ist noch ein kleiner. Das ist so richtig schön. Ist das aber jetzt aus dem siebten Magen oder was? Ach, auch mit den Nummern zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wo die Mägen sind. Es ist der Pansen. Du nimmst ihn nach einem Computer und dann lernt ihr das mal. Ich habe das tausendmal erzählt und keiner will das von mir behalten. Da war doch noch warm. So soll es sein. So. Diese kleinen Lamellen und so. Mit der ganzen Kacke drin. Das ist deine Aufgabe jetzt. Wenn er erstmal sich verflüssigt, lässt er sich auch besser schneiden. Da gehe ich nicht bei. Du fütterst die Tiere und fertig. Und kannst auch wohl einen Hund mal ordentlich fressen geben. Glaub was sehen. Hier. Na, Lilly, lecker? Nicht, dass Lilly reingeht. Nein. Dass sie das im Büro haben, das holen die nicht wieder vor. Blättermark ist eigentlich nur eine. Ach, das ist noch ein kleiner. Das ist so richtig schön. Ist das jetzt aus dem siebten Magen oder was? Ach, auch mit den Nummern zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wo die Mägen sind. Es ist der Pansen. Du nimmst ihn nach einem Computer und dann lernt ihr das mal. Ich habe das tausendmal erzählt und keiner will das von mir behalten. So wird ein Hund lecker gefüttert. Und auch so in Stücken, dass du so ein bisschen. Ist alles gut. Wenn ihr dazwischen quatscht, brauche ich euch ja nichts erzählen. Sei nur so zickig. Sieh es ein, Tammel. Die Mädels teilen deine Begeisterung für Pansen nicht. Der Kuhscheiße, das ist Lab. Unverdautes. Was ein Hund braucht, sind Aaltypen, Sugi. So, und hier kommt erstmal so ein bisschen Fleischiges raus. Das ist ja was sehr Schönes hier. Sehr appetitlich. So, mein kleiner Wolf. Mal sehen, was Socke meint. Das kannst du schauen. Gib her. Scheint gut anzukommen. Und sorgt ja angeblich für eine gesunde Magen- und Darmflora. Und Fredi? Nichts für den Grill, oder? So. Da geht ja mich mal durch. Lecker? Lecker? Ne? Ja, Hund, müsste man sagen. Weiter im Projekt Socke. Guck, da gibt es auch so Art Höhlen, aber das sind alles für so kleine Kutscheschlecke zu bauen. Ja, da passt ja nicht lange rein. Ein Nest soll her. Irgendwas finden wir. Erstmal orientieren. Betten und Kissen. Doch manches geht ja aber nicht so, weil dann wird der Hund spul. Geht ja gar nicht. Wie im Katzentoiletten. Wird das Gift für den. Das ist ja Wahnsinn. Das ist für die Katze. Nagerkäfig, bist du verrückt, du. Wohl länger nicht im Tierladen gewesen, was, Tamme? Irgendwie ein Loch, wo er rein kann. Boah, Gift. Eine Beratung wäre jetzt wohl ganz sinnvoll. Ich habe so einen kleinen Wolfswelpen geholt. Der braucht irgendwie sowas, was eine Art Höhle, wie eine Höhle ist. Sie wollen irgendwo runterkriechen, die Dinger. Willst du den Jungen? Also, das wird nicht einfach. Magst du sonst immer an der anderen Seite den Schweif festhalten? Ungerne, wie es aussieht. Ola, nicht an der Schulter anfassen vorne. Die Kuh kann ja auch schon her. Will ist hier mit dem Kau? Ja. Bist du, ne? Ja. Der, komm hier mal mit her. Hey. Vielleicht schütte ich noch mal ein bisschen, dass sie mal einen Spritzer aufkriegen, Natur. Nächster Versuch. Hör auf. Du musst dein Pferd festhalten. Der ist ausgerutscht. Den tun die Kruppenpartie und alles, das tut weh. Du musst an meiner Seite stehen, okay? Wenn Na du von mir wegziehst, Sven. Fuß. Komm. Wenn Pferde ihren Huf nicht hergeben, haben sie meist Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. So, nochmal. Bremsen und immer mit reden. Komm, Fuß. Anziehen. Oh Mann. Komm. Wo gibt mein Eher jetzt? Komm. Kopf nicht zu weit anbiegen. Gerade lassen.
nichts zu machen. Schätzelein, so ein Mist ist gar nicht zu bezahlen. Am Ende muss der Meister die Zügel mal wieder selbst in die Hand nehmen. Fuß. Oh. Gut mit Festhalten vorne. Nicht. Ja, das ist das Erinnerungsvermögen. Hallo, hör auf jetzt. Und siehe da. Hinsetzen. Geht doch. Wenn ihr das nicht einsieht, dann habt ihr nie ein Pferd, was die Beine immer hochgibt. Versauen geht immer bloß einmal. Wie wäre das, wenn du dein Pferd mal fühlen kannst und mal diese ollen Plüdel-Dieder durchziehe? Jetzt muss die Reiterin nur noch ihre eigene Angst überwinden. Oh, hey, kommst du wieder ran? Hey, so ist doch fein. Klopf ihm vorne mal. Oh. So. Fuß. Komm, gib mal. Gar nicht so viel mehr. Fuß. Ja, du kannst jetzt nicht festhalten, weil du vorne mit Dame einen Handschuh an hast, nicht? So, jetzt hoch. So ist es. So. Und wenn es auch ein bisschen ist, hinsetzen, nach vorne gehen, klopfen. Ganz prima. Guck dir das an. So einen Scheiß machen die, nicht? So, kann ins Bett. Tja, es kann wohl noch einen Moment dauern. Rebecca. Ja. Selbstessen macht fett. Sehr charmant, Hamme. Bürohilfe Tatjana übt sich unterdessen in der Rührei-Zubereitung. Mir war zwar kurz mulmig, aber du siehst, man kann alles lernen, wenn man es will, ne? Eierbraten ist eine Grundvoraussetzung für Hankenhof-Mitarbeiter. Du machst mal Kamme glücklich. Genau. Sehr gut, Tatjana. Lektion gelernt. Und was sagt der Chef? Schade, dass das jetzt bei mir angekommen ist, weil ich habe die Hühner gekauft, kriege auch die Eier. War ja klar. Den muss ich schön was rumpacken, dann nützt auch nichts, so ein bisschen Klöterie. So, komm. Sieht nach einem genüsslichen Start in den Tag aus. Dann kann's ja losgehen. Moin. Flottenschritt, einmal hoch und runter. Man hört es doch gleich an der Stimmlage. Der XXL-Ostfriese ist bestens aufgelegt. Und sein Assistent Matthein will heute auch alles geben. Einmal rückwärts. Schätzelein, jetzt hast du nicht geguckt. Gut. Du reitest? Er soll ja eigentlich mein Springpferd werden, aber irgendwie wird's nicht. Ich hab ihn dann geschlagen lassen, weil er Beckenprobleme hatte. Ja. Die hat er, seitdem ich angefangen habe, wieder zu springen, wieder. Das sieht nämlich gar nicht beim Laufen so schlecht aus. Also er lief auch gut, bis ich halt angefangen habe mit Stangen und Cavaletti-Arbeit. Und dann hat er hinten wieder geknackt. Also es hört sich immer an, als wenn zwei Gelenke übereinander springen. Ey, das sind Sehnen. Ja. Ihr habt... Im Rechtsgalopp... Ihr geht ja noch... X-beinig, nicht? Der Schmied konnte nicht mehr viel machen, weil er war direkt ausgeschnitten. Dann machen wir eine Hilfe und mogeln. Was wir nicht wegschneiden können, bauen wir an der anderen Seite runter. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht aber mein Schmied. Ist ja nicht schlimm. Das ist nur hinten. Vorne ist super. Ich will nicht sagen, dass er ihn schlecht beschlagen hat, das ist alles gut. Bloß er hätte einfach an der Innenseite einen Keil drunter machen müssen. Ja, okay. Kennt ihr denn auch ein bisschen ins Wasser und so schon mal laufen? Hab ich mit ihm noch nicht gemacht. Ich Aquatrainer auf. Ja. Wir versenken ihn. Ja, wenn er sich versenken lässt. Hier rechts rein. Hier wollen wir jetzt. Ich nehme mal meinen Überredungsstock mit. Eine Trainingseinheit im Wasser soll das Pferd wieder in Schwung bringen. Wie schön. Das Laufband zwingt zu regelmäßigen Grundvoraussetzungen für Hankenhof-Mitarbeiter. Du machst mal Kamme glücklich. Genau. Sehr gut, Tatjana. Lektion gelernt. Und was sagt der Chef? Schade, dass das jetzt bei mir angekommen ist, weil... Ich habe die Hühner gekauft, kriege auch die Eier.
War ja klar. Ich muss hier schön was rumpacken, dann nützt es auch nichts, so ein bisschen Klöterei. So, komm. Sieht nach einem genüsslichen Start in den Tag aus. Dann kann's ja losgehen. Moin. Flotten Schritt, einmal hoch und runter. Man hört es doch gleich an der Stimmlage. Der XXL-Ostfriese ist bestens aufgelegt. Und sein Assistent Matthein will heute auch alles geben. Einmal rückwärts. Schätzelein, jetzt hast du nicht geguckt. Gut. Du reitest? Er soll ja eigentlich mein Springpferd werden, aber irgendwie wird's nicht. Ich hab ihn dann geschlagen lassen, weil er Beckenprobleme hatte. Ja. Die hat er, seitdem ich angefangen habe, wieder zu springen, wieder. Das sieht nämlich gar nicht beim Laufen so schlecht aus. Also er lief auch gut, bis ich halt angefangen habe mit Stangen und Cavaletti-Arbeit. Und dann hat er hinten wieder geknackt. Also es hört sich immer an, als wenn zwei Gelenke übereinander springen. Ey, das sind Sehnen. Ja. Ihr habt... Im Rechtsgalopp... Ihr geht ja noch x-beinig, nicht? Der Schmied konnte nicht mehr viel machen, weil er war direkt doch ausgeschnitten. Dann machen wir eine Hilfe und mogeln. Was wir nicht wegschneiden können, bauen wir an der anderen Seite runter. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht aber mal Schmied. Ist ja nicht schlimm. Das ist nur hinten. Vorne ist super. Ich will nicht sagen, dass er ihn schlecht beschlagen hat, das ist alles gut. Bloß er hätte einfach an der Innenseite einen Keil drunter machen müssen. Ja, okay. Kennt ihr denn auch ein bisschen ins Wasser und so schon mal laufen? Hab ich mit ihm noch nicht gemacht, ich hab ihn noch nicht lange. Aquatrainer auf. Ja. Wir versenken ihn. Ja, wenn er sich versenken lässt. Hier rechts rein. Hier wollen wir jetzt. Ich nehme mal meinen Überredungsstock mit. Eine Trainingseinheit im Wasser soll das Pferd wieder in Schwung bringen. Wie schön, wie schön, wie schön. Das Laufband zwingt zu regelmäßigem Gehen. Das stärkt Muskulatur und Gelenke. Aber man muss erst mal den richtigen Rhythmus finden. Immer Kommando geben, hinten laut sprechen. Er ist ein bisschen wasserscheu. Komm mit Papa. Komm, so. Tür dicht. So, Schätzelein. Seid ihr da? Seid ihr da? So feine Hunde. Ja, toll. Also Schmusehunde sind das nicht. Vor dem Schnuffeln. Oh, die ist ganz schön groß, im Burschen. Aber stolz und selbstbewusst. So, guck, meins. Und zum Kuscheln ist ja noch Jumper da. Toll, feine Hund. Und diese, was sagt man, wie viel Prozent, also genetisch gesehen, wie viel Prozent Wolf ist drin? 30, 40? Deutlich weniger, weil als man 1982 gesagt hat, okay, Privatleute dürfen weiterzüchten, da hieß es darf nie wieder ein Wolf eingekreuzt werden. So, und alles, was danach folgte, ist ja prozentual bezüglich Wolf immer weniger geworden. Auch in Deutschland, Wölfe einzukreuzen oder auch im Ausland oder aus dem Ausland solche Hybriden hier wieder reinzuholen. Die haben wieder Hybriden gemacht. Und das ist verboten. Und das finde ich auch ehrlich gesagt richtig, dass das hier nicht gestattet wird. Also höchstens ein Fünftel Wolf-Tamme. Ja, es sind faszinierende Hunde. Doch, man kann es sich vorstellen. Ein Wolfshund auf dem Hankenhof? Sehr imposant. Na? So, wie ist die Entscheidung? Gibt's jetzt ein? Ich will so einen Tink haben. Okay. Ja. Das Wichtigste ist doch an so einen Hund, dass er so ein bisschen Respekt einflößt. Und das tun diese, oder? Das tun sie, ganz ohne Zweifel. Wobei ein echter Wolf natürlich noch prächtiger wirkt. Aber dann würde die bunte Tierschar auf dem Hankenhof nichts zu lachen haben. Der Sommer kam in diesem Jahr zu spät, der Winter kommt zu früh. Hört sich zwar irgendwie gerecht an, ist es aber nicht. Denn kaum hat man sein Sommergefieder ausgepackt, muss man es schon wieder einmotten. Ja, du bist auch nicht. Du musst auch gucken. Komm mal. So geht's. Und in diesem Winter wird sich auch Lilly eine neue Spielkameradin suchen müssen. Denn es dauert nicht mehr lange und das kleine Ferkel ist den Kinderschuhen entwachsen.
Auf Wilhelm kann sie auch nicht zählen. Der muss überhaupt erst mal auf die Beine kommen. Und die Hühner haben auch keine Lust auf das ewige Fang mich doch. Das kann ja ein langweiliger Winter für Lilly werden. Auch Jumper will nur in Ruhe vor sich hinfuttern und Becky hat auch nicht den ganzen Tag Zeit zum Toben. Bleibt die Hoffnung, dass der Knochenbrecher für Abwechslung sorgt. Immerhin hatte er mit Carmen den Hof heute schon sehr früh verlassen. Der Grund? Immer rechts im Drein, da er nicht so viel Druck auf das Becken kriegt. Mach hier ein bisschen Platz, dass er wieder auf den Hänger kann. Also das heute ein Tour an. Kannst klar hier nochmal nachkicken, ob du da auch noch Druck drin hast oder was. Oder meistens lopen sie sogar über Kürt oder lang. Ich hab ihn also bis jetzt habe ich nichts gefunden, was da hingeht. Das war's, ne? Ja. Aber ich denke, dass die muss ich für ihn kriegen. Aber das heute ein Tour an bis zum Kau. Ja. Neben fremden Tieren hat der XXL-Ostfriese auch jede Menge eigene Vierbeiner, um die man sich kümmern muss. Jüngster Familienzuwachs? Das Lämmchen von Hermann und Marlene. Die Mutter hat es nicht angenommen, also hat Tatjana sich als Leihmutter erbarmt. Unter der Anleitung vom Chef, versteht sich. So, wieso ist er jetzt so müde? Ist der blöd? Der hat heute Nacht getobt, der hat uns auf Trab gehalten. Nein! Oh, nicht zu weit ins Maul, die haben ganz kleine Stiche. So, musst du ruhig hinsetzen lassen. Tati, sonst, wenn er hier hinten hoch ist, pass ihm auf. Du musst... So geht's. Du musst den Bock immer so haben, dass der vorne hoch genug liegt, dass das in die Speiseröhre runtergeht. Der soll ja im Stehen saufen. Aber das Auge ist noch ein bisschen milchig. Müssen wir gleich noch irgendwas dran tun. Aber es wird dunkel. Das Dunkel kommt runter. Ich habe die Hoffnung, dass das Auge... Ja, das retten wir, das Auge. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Hallo. Aber das ist nicht so schlimm. Ist schon runter. Gefallen. Das ist schön. Den kannst du kacken, ne, Chefi? Klein Wilhelm. Und er wollte sterben. Und die ist so schwer geboren. Dann haben wir das rausgezogen, das kleine Lamm. Dann habe ich es wirklich zur Seite gelegt und habe gedacht, jetzt ist er tot. Jetzt ist mal die Zippe nachgucken, die Aue. Und auf einmal macht er, bah! Ich denke, hallo? Schlapp wie ein Handtuch. Und guck ihm, was da jetzt daraus geworden ist, dieser kleine Stock. Pieseln kann er wie ein großer. Ja. Und kacken kannst du auch, ne? Ja, seit gestern endlich. Wahrscheinlich hatte Mama Marlene auch gedacht, das Lämmchen sei tot. Gib's ihm von der Trockenmilch, da hole ich dir nochmal was nach. Ja, Trockenmilch und Traubenzucker. Sehr gesund. Nicht zu weit die Schnulli rein. Immer so an die Spitze. Sonst ist es, als wenn ich dir ein Hühnerbein ins Maul schiebe und komm damit ein Zäpfchen. Und wer will das schon? Oh, du letzte Schnucki, ne? Okay, da siehst du schon richtig, wo die Hörner nachher kommen, ja. Siehst du das? Ja. Das ist ein kleiner Wilhelm, ne? Wilhelm, ein würdiger Name. Jetzt ist er satt. Hat er ordentlich gesoffen. Ja. Oh, letzte, ne? Wölfe wachsen unheimlich schnell. Die sind in ihrem ersten Winter, dann sind die gerade mal... Ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt, sind die vom Skelettwachstum fast ausgewachsen. Das sind zwar noch junge Bengels, die hormonell noch lange nichts zu melden haben, aber das sieht man denen kaum noch an. Oder eben auch, wenn Paarungszeit ist, das ist ja bei Wölfen nur einmal im Jahr der Fall, dann muss man auch vorsichtig sein, dass zum Beispiel ich als Mann die Rüden im Auge behalte oder meine Kollegin die einzige Fee, die hier drin ist. Wölfe wollen sich zwar nicht mit Menschen verpaaren, aber die wissen ganz genau, ist man Männlein, Weiblein, ist man schon erwachsen, also geschlechtsreif oder nicht, wie Hunde das ja auch wissen. Und da muss man auch wach drüber sein. Ne? Das muss nicht so kommen, aber das sollte man immer im Hinterkopf haben, dass das so kommen kann. Ist so, ist Natur. Ja, so ist das. Und es sind Wildtiere, keine Haustiere. Ne? Und deshalb werden sie auch artgerecht gefüttert. Frank Fass hat da schon etwas vorbereitet, in der Hoffnung, die scheuen Tiere näher anzulocken. Gucken, wie die sich so bewegen, wie die sich bewegen. Da kannst du wirklich nicht für abhauen, für so einen. So, willst du durchschieben? Ja, klar. Oder so packen, je nachdem. Das ist mir alles egal, für ja. Wie wild. Im Zweifel haben die Wölfe mehr Angst vor dem XXL-Ostfriesen als umgekehrt. Was ist denn lieber, packen? Können wir auch, ist egal.
Die Wölfe sind zwar interessiert, aber so richtig trauen sie dem Braten nicht. Auch wenn er schon verdammt lecker riecht. Genau. So. Im Auto? Ja, wa? Ja, das sind Verkehrsunfälle. Ja. Man darf ja per Tierschutzgesetz keine lebenden Tiere verfüttern, was auch richtig so ist, dass das verboten ist. Das wäre natürlich, das Reh hätte keine Chance, hier zu entkommen. Ne? Und? Kommt einer? Also ich glaube, die kommen, wenn dann nur ran, wenn wir gleich wieder draußen sind. Zu scheu. Also erstmal rüber zu den eigentlichen Objekten der Begierde, den Wolfshunden. Die beiden Grauen, das ist ein Rüde hier. Er heißt, wie er aussieht, Grauer, dahinter Ayuna, die Hündin. Die sind beide reinrassig. Die Braune ist ein Mischling. Da waren die Eltern, also der eine Elternteil, auch tschechoslowakischer Wolfshund. Der andere Elternteil war Schäferhund. Und ich finde, sie wirkt deutlich mehr nach Schäferhund als eben nach diesen Tschechen. Und die sind sehr besitzerbezogen. Wenn die an der Leine sind, draußen, der Rest der Welt interessiert sie nicht sonderlich. Die gucken immer, wo ist mein Besitzer. Also genau richtig. Man sollte sich überlegen, ob das Leben, was man führt, geeignet ist für den Hund. Denn die können das nicht gut ab, auf die Dauer alleine zu sein. Bei uns ist das so, die haben sich zu dritt. Die haben also sehr viele Möglichkeiten, auf der sozialen Ebene sich auszutauschen, auszuleben. Wenn man so einen klassischen Bürotag hat von 8 Uhr, ist man weg auf der Arbeit und ja. Man kommt abends um 5, 6, 7 Uhr erst wieder, dann würde ich sagen, hol dir so einen Hund nicht. Wenn sie alleine sind, das können die besten Ausbruchsexperten. Bremsen und immer mit reden. Komm, Fuß. Anziehen. Oh Mann. Komm. Wo gibt man her jetzt? Komm. Kopf nicht zu weit anbiegen. Gerade lassen. Stur. Nichts zu machen. Schätzelein, so ein Mist ist gar nicht zu bezahlen. Am Ende muss der Meister die Zügel mal wieder selbst in die Hand nehmen. Fuß. Oh. Gut mit Festhalten vorne. Nicht. Ja, das ist das Erinnerungsvermögen. Hallo, hör auf jetzt. Und siehe da. Hinsetzen. Geht doch. Wenn ihr das nicht einsieht, dann habt ihr nie ein Pferd, was die Beine immer hochgibt. Versauen geht immer bloß einmal. Wie wäre das, wenn du dein Pferd mal fühlen kannst und mal diese ollen Plüdel-Dinger durchziehe? Jetzt muss die Reiterin nur noch ihre eigene Angst überwinden. Oh, hey, kommst du wieder ran? Hey. So ist doch fein. Klopf ihm vorne mal. Oh. So. Fuß. Komm, gib mal. Gar nicht so viel mehr. Fuß. Ja, du kannst jetzt nicht festhalten, weil du vorne mit Damen Handschuhe an hast, nicht? So, jetzt hoch. So ist es. So. Ja. Und wenn es auch ein bisschen ist, hinsetzen, nach vorne gehen, klopfen. Ganz prima. Guck dir das an. So einen Scheiß machen die, ne? So, kann ins Bett. Ich hatte gehofft, wie man ja normalerweise hofft, dass der den einrenkt und dann ist gut. Aber war ja leider nicht ganz so. Aber Tamme sagte ja, der hat ja auch noch Schmerzen im Becken. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich weg. Und ja, das muss man jetzt einfach üben, dass der das wieder macht. Und noch ein Sonderfall. Du siehst ja die Dorne mit Tau tritt. Hand. Wo holst du die Hand hin? Nee, nur eine Seite. Dahin halten. Und laufen. Langsam. Und? Knack. Nochmal. Die arme Kuh scheint schlimme Schmerzen zu haben. In Bewegung fühlt der Knochenbrecher, wo es knackt. Im Grenzbereich. Das heißt? Klaue, Knie nachgucken und dann an.